Ja, ganz herzlich willkommen zur Veranstaltung heute. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Dirk Bohner. Ich bin Referent für Gesundheit, Pflege und Soziales der Linksfraktion und auch für das Querschnittsthema Inklusion zuständig und damit auch fürs WTG. Ich werde hier heute die Diskussion moderieren, aber die einleitenden Worte hat Frau Elke Breitenbach, die leider heute nicht teilnehmen kann, weil sie zu Hause mit einem positiven Corona-Test ist. Es gibt auch noch Corona, leider. Ja, genau. Aber sie hat sozusagen jetzt das Wort. Bitte schön, Elke. Ich sollte vielleicht das Mikro anmachen, dann funktioniert auch alles viel besser. Ja, herzlichen Dank. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Irgendjemand hat gesagt, sowas gibt's noch. Also Corona soll jetzt angeblich wieder mehr sein, zumindest wenn man den Tagesspiegel glauben darf, der gesagt hat, dass es gerade verstärkt Corona-Fälle gibt. Ich bin also dabei. Trotz allem freue ich mich, dass ich Sie hier heute begrüßen darf zu unserem Fachgespräch. Reicht die Mitbestimmung und der Gewaltschutz für Menschen mit Behinderung im Wohnteilhabegesetz? Wir haben das Berliner Wohnteilhabegesetz jetzt seit 2010. Es wurde mehrmals überarbeitet und es gab Änderungen und jetzt soll es erneut reformiert werden. Der Referentinnenentwurf liegt vor. Es gab auch schon die Stellungnahmen der einzelnen Verbände. Wir warten jetzt darauf, dass der denn möglicherweise geänderte Gesetzentwurf dem Abgeordnetenhaus vorgelegt wird. Aus unserer Sicht brauchen wir bei dieser Reform klarere Regelungen als bisher zum Gewaltschutz und wir brauchen bessere Mitgestaltungsmöglichkeit von den Bewohnern in den besonderen Wohnformen, die verbindlich auch umsetzbar geregelt werden müssen. Es geht bei besonderen Wohnformen immer um ein selbstbestimmtes Leben der Bewohnenden. Deshalb müssen sie eine Interessensvertretung haben, die auch entsprechend barrierefrei informiert wird, um eben auch die Interessen der Bewohnenden zu vertreten. Und auch bei Gewaltschutz geht es um Selbstbestimmung. Und es geht dabei immer um den besonderen Schutz auch von Frauen, die in besonderen Wohnformen, aber genauso wie überall in dieser Gesellschaft häufiger sexualisierte Gewalt erleben. Und die Rechte dieser Frauen müssen gestärkt werden. So, das ist unsere Kritik auch an diesem Referentenentwurf, wie er jetzt vorliegt, dass da die Partizipationsformen beim nicht ausreichend sind und beim Gewaltschutz eben auch die Möglichkeit verpasst wurde, hier vernünftige Regelungen zu finden, wie beispielsweise auch Frauenbeauftragte in Wohneinrichtungen einzusetzen. Wichtig ist für Sie alle aber, die Beratung des Gesetzesentwurfs hat noch nicht begonnen und von daher sind noch alle möglichen Änderungen möglich. Ein Gesetzentwurf geht nie aus einem Parlament so raus, wie er reingekommen ist. Und insofern freue ich mich, dass wir heute die Debatte darüber führen können. Das war meine kurze Einleitung. Jetzt möchte ich Ihnen noch diejenigen vorstellen, von denen wir jetzt erstmal kurze Inputs hören möchten, bevor wir dann in die gemeinsame Debatte gehen. Da ist zum einen Frau Britta Schlegel. Frau Schlegel, vielleicht können Sie mal winken oder so, weil ich kann jetzt gar nicht sagen, Sie sitzen links oder rechts. Frau Schlegel ist die Leiterin der Monitoringstelle der UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Wir kennen dieses Institut alle sehr gut, weil sie ausgesprochen gute Empfehlungen und Untersuchungen immer wieder vorlegen, was vor allem die Umsetzung der UN-BRK geht, also der UN-Behindertenrechtskonvention. Und Frau Schlegel hat im Mai letzten Jahres auch noch mal sich mit der Frage Schutz vor Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen auseinandergesetzt und hat gemeinsam mit dem Bundesbehindertenbeauftragten eine Handlungsempfehlung vorgelegt. Und genau da ging es auch um Maßnahmen von Schutz gegen Gewalt, die jetzt erbracht werden müssen durch bundesgesetzliche Regelungen, aber wo es eben auch um die Selbstbestimmung der Bewohnenden geht.
Als weiteres begrüße ich Frau Pohle, Wenke Pohle, Referentin für Sozialpolitik bei der Lebenshilfe in Berlin. Frau Pohle, Ihnen danke ich eingangs schon mal ganz besonders. Sie haben eine Stellungnahme zum Referentinnenentwurf des Berliner Wohnteilhabegesetzes verfasst, gemeinsam mit Mut. Und diese Stellungnahme hat für uns nochmal den Aufschlag gegeben, dass wir gesagt haben, wir möchten heute nochmal so eine Veranstaltung machen. Wir müssen uns einfach nochmal genauer mit diesem Thema befassen, bevor wir in die Gesetzesberatung gehen. Und ich begrüße als drittes Daniel Barweil, Geschäftsführer von GETAG. GETAG ist die Gesellschaft für teilhabeorientiertes Qualitätsmanagement. Zu GETAG, und das haben vielleicht auch noch mal mehr gehört, gehört auch NUEVA, oder Sie gehören vielleicht eher zu NUEVA, das heißt Nutzerinnen und Nutzer evaluieren. Ich kann an dieser Stelle noch mal sagen, dieses Projekt wurde ursprünglich in Graz entwickelt, Anfang der 2000er Jahre. Und als der damalige Ausschuss für Gesundheits- und Soziales seine Ausschussreise nach Graz gemacht hat, haben wir NUEVA besucht in Graz und wir haben NUEVA kennengelernt und haben damals fraktionsübergreifend gesagt, das wollen wir auch in Berlin. Wie Sie heute sehen, hat es nicht nur geklappt, sondern GETAG bzw. NUEVA arbeitet auch seit vielen Jahren erfolgreich und trägt auch dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen ihre Rechte wahrnehmen. Und wir werden sicherlich nochmal von Ihnen denn erfahren, was Sie machen und wie Sie behinderte Menschen auch unterstützen und was Sie evaluieren. Und zum Schluss ist mit mir im Zoom Annika Huskamp. Annika Huskamp kommt aus Bremen von der Lebenshilfe und ist dort gemeinsam mit noch zwei weiteren Frauen Frauenbeauftragte für BewohnerInnen. Im bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz heißt es, gibt es bessere Regelungen und eindeutigere Regelungen als im Berliner Wohnteilhabegesetz, einerseits zu Teilhabe und zu Gewaltschutz. Unter anderem gibt es dort die Einrichtung einer Frauenbeauftragten, die die Interessen und besonderen Belange der Nutzerinnen vertieft. Es gibt dort aber auch, es sind dort auch Gewaltschutzkonzepte vorgesehen. Die werden auch abgefragt und wir werden von Frau Huskamp, werden wir ihre Erfahrungen hören und wir werden dann auch nochmal hören, was sind eigentlich die Probleme, mit denen die Frauen zu Ihnen kommen. Aber als erstes würde ich jetzt Frau Dr. Schlegel das Wort geben und würde Sie bitten, dass Sie anfangen, nochmal mit den Maßnahmen, was Ihre Erfahrungen sind, vielleicht auch in anderen Bundesländern und was Sie für erforderlich halten. Ja, ganz herzlichen Dank. Das mache ich sehr gerne und bedanke mich auch für die Einladung zum Fachgespräch. Der Schutz von Menschen mit Behinderung, insbesondere Frauen mit Behinderung vor Gewalt, ist natürlich ein Kernanliegen der Behindertenrechtskonvention. Deswegen freue ich mich, Ihnen ein paar Gedanken der Monitoringstelle oder Vorschläge der Monitoringstelle zu unterbreiten in Bezug auf die Änderung des Wohnteilhabegesetzes und auch der Verordnung. Ganz konkret muss man ja sagen, durch die Novelle des WTGs 2021 wurde das Wohnteilhabegesetz erstmal schon mal sehr stark im Gewaltschutzbereich verbessert. Also sind einige Regelungen enthalten, die vorher nicht da waren, sodass das Gesetz jetzt auch im Ländervergleich im oberen Drittel zu finden ist, was die Gewaltschutzvorkehrungen angeht. Aber, und deswegen sitzen wir hier zusammen, es ist natürlich Luft nach oben. Die Verbesserungsmöglichkeiten, die ich anspreche, sind nicht abschließend gemeint. Es ist eine Auflistung von Bereichen, die wir als problematisch oder als verbesserungswürdig ansehen. Es kann aber sein, dass wir, wenn wir eine Stellungnahme einreichen, im parlamentarischen Verfahren auch noch zu weiteren anderen Punkten Stellung beziehen würden. Der erste Punkt. Der erste Punkt betrifft das von Frau Breidenbach schon angesprochene Einsetzen von Frauenbeauftragten. Als das Gesetz 2021 novelliert wurde, das Wohnteilhabegesetz, hat sich das Institut schon da in der Stellungnahme für ausgesprochen, dass Frauenbeauftragte eingerichtet werden in Wohneinrichtungen. Das ist leider damals verpasst worden im Reformprozess. Wir schlagen tatsächlich vor, dass Frauenbeauftragte gesetzlich verpflichtend eingeführt werden im Wohnteilhabegesetz. Das ist bislang in 5 Bundesländern tatsächlich schon der Fall in den sogenannten Heimgesetzen, in den Wohnteilhabegesetzen in Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Besonders gute gesetzliche Ausgestaltung findet sich im bremischen Wohnteilhabegesetz aus unserer Sicht. Das ist § 13 Absatz 10 fortfolgende.
Was ist wichtig bei Frauenbeauftragten? Das werden einige von Ihnen sehr, sehr gut wissen, vielleicht auch zum Teil besser als ich, aber die Punkte, die in der Fachdiskussion immer wieder aufgeführt werden, sind, dass Frauenbeauftragte in der Gewaltschutzarbeit durch die Leitung ernst genommen werden müssen und in geschlechtsspezifischen Fragen und Fragen, die die Gewaltschutzarbeit betreffen, durchweg beteiligt werden müssen. Sie müssen für ihre Aufgabe Zeit haben und auch freigestellt werden. Also ihnen muss Zeit eingeräumt werden dafür. Sie müssen regelmäßig geschult werden für ihre Aufgabe. Und sie brauchen eine Vertrauensperson, also eine unabhängige Fachkraft, die sie in ihrem Amt unterstützt und begleitet. Außerdem sollten sie ein Budget haben, über das sie selber verfügen können und das sie selber einsehen können. Zum Beispiel für Gebärdensprachdolmetschung. Wenn Sie unabhängig in Ihrer unabhängigen Funktion mit einer gehörlosen Frau in der Wohneinrichtung sprechen müssen, müssen Sie das alleine in einem geschützten Raum tun können und müssten selber dafür auch Geld zur Verfügung haben. Und es sollte ein Netzwerk der Frauenbeauftragten auf Landesebene geben, in dem sich die Frauenbeauftragten auch in Wohneinrichtungen dann vernetzen und gegenseitig unterstützen können. Und dieses Netzwerk sollte durch das Land finanziert werden. Positiv ist sicher, dass im Koalitionsvertrag von CDU und SPD 2023 bis 2026 für Berlin formuliert ist, dass der Senat die Arbeit von Frauenbeauftragten stärken will. Ein Ansatzpunkt wäre sicher, immer in der Reform des WTGs die gesetzliche Verankerung schon mal auf jeden Fall vorzunehmen. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt betrifft die Pflicht zur Vorlage eines Konzeptes zur Gewaltprävention. Das ist in § 17 des Wohnteilhabegesetzes schon enthalten. Also jeder Leistungserbringer muss für eine Wohneinrichtung oder eine Wohngruppe muss ein Gewaltschutzkonzept vorlegen. Aber diese gesetzliche Vorkehrung sollte konkretisiert werden, denn da sind bislang keine Mindestkriterien für Gewaltschutzarbeit verankert. Das heißt, die Leistungserbringer wissen im Grunde nicht, was genau sie machen sollen oder müssten, sondern entwickeln alle vielleicht im Träger noch konsistent, aber sie entwickeln sozusagen das Thema für sich neu. Es gibt Mindestkriterien, die diskutiert werden für Gewaltschutzkonzepte, wovon einige auch im Gesetz festgeschrieben werden sollten. Das könnte sein, dass jedes Gewaltschutzkonzept mit einer Risikoanalyse startet, also was sind die gewaltfördernden Aspekte in der Einrichtung, die wir bearbeiten müssen. Dann muss unbedingt festgeschrieben werden im Gesetz, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie auch die Frauenbeauftragten und die Bewohnerinnenbeiräte an der Gewaltschutzarbeit zu beteiligen sind, an der Konzeptentwicklung zu beteiligen sind, also die Partizipation. Dass es barrierefreie Formate gibt der Zusammenarbeit zum Gewaltschutz, also Barrierefreiheit. Wichtig sind auch Fortbildungen für alle Fachkräfte in der Einrichtung, aber auch für Bewohnerinnen und Bewohner zum Gewaltschutz. Das könnte auch in der Personalverordnung für die Fachkräfte verankert werden. Es müssen Ansprechpersonen in der Einrichtung benannt werden, die für das Thema Gewaltschutz zuständig ist. Es müssen klare Interventionsverfahren bestehen, also klare Regeln müssen festgelegt werden, was bei Gewaltvorfällen zu tun ist und wie das Beschwerdeverfahren dann abzulaufen hat. Und im besten Fall auch noch eine Vernetzung mit externen Beratungsschutz- und Hilfsangeboten muss bestehen. Vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, so eine Verpflichtung im Gesetz aufzunehmen. Wenn dieser Paragraph 17, den es schon gibt im WTG, zu Konzepten zur Gewaltprävention konkretisiert wird mit Mindestkriterien, dann ist die Hoffnung, dass die WTG-Behörde, also die Aufsichtsbehörde, die ja die Umsetzung des Gesetzes in der Praxis prüfen soll, auch besser und konkreter prüfen kann, ob gute Gewaltschutzarbeit besteht. Der nächste Punkt, ich habe es gerade kurz angesprochen, sind regelmäßige Schulungen zur Gewaltprävention. Von den Schulungen sollen vor allen Dingen die Personen, die in der Einrichtung leben, profitieren, also die Menschen mit Behinderung selber. Das heißt, alle sollen zu ihrem Recht auf Selbstbestimmung und zu ihrem Recht auf Gewaltfreiheit geschult werden. Sie müssen ihre Rechte kennen, damit sie sich wehren können, damit sie wissen, auf was sie ein Anrecht haben, nämlich auf Gewaltfreiheit. Und jeder von ihnen muss auch die Beschwerdeverfahren kennen, die internen, externen Ansprechpersonen kennen und so weiter. Die Vertretung der Bewohnerschaft, also die Frauenbeauftragten und die Bewohnerinnenvertretung, die Beiräte, müssen gesondert nochmal in ihrer institutionellen Rolle für den Gewaltschutz geschult werden. Gerade weil § 17 WTG ja vorsieht, dass sie, § 13 Absatz 9 WTG sieht vor, dass der Bewohnerbeirat zum Gewaltschutz zu beteiligen ist und auch geschult werden muss.
Und da würden wir vorschlagen, was die Schulung des Bewohnerbeirats angeht, dass da explizit aufgenommen werden, insbesondere zur Prävention von Gewalt. Also dass das Thema ein Schulungsthema ist, auch des Beirats. Die Fachkräfte, habe ich schon gesagt, müssen unbedingt auch geschult werden zum Thema Umsetzung der Behindertenrechtskonvention und zum Gewaltschutz. Das wird wahrscheinlich in der Personalverordnung zu regeln sein. Im Paragraph 8 der Personalverordnung zum Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz ist dahingehend schon eine sehr gute Regelung vorhanden, die man sich dahingehend anschauen kann. Der nächste Punkt ist die gesetzliche Stärkung des Mandats der Aufsichtsbehörde. Ich habe gerade schon über die Aufsichtsbehörde gesprochen. Die WTG-Aufsichtsbehörde muss dafür sorgen, dass die Regelungen eingehalten werden, die im Heimgesetz, also im WTG, enthalten sind. Also auch die Regelung zum Gewaltschutz, dass die eingehalten werden. Und sie muss die Maßnahmen zum Gewaltschutz, die da vorgesehen sind, bei jeder Regelprüfung berücksichtigen. Das ist sehr gut. Also sie müssen das bei jeder Regelprüfung prüfen. Dafür muss aber die Aufsichtsbehörde Berlin zum Gewaltschutz auch fortgebildet werden. Also das ist eine Aufgabe, die seit 2021 mit der letzten Reform zur Regelaufgabe geworden ist und vorher nicht besonders stark im Fokus der Aufsicht stand. Das heißt, das ist ein neues Thema für die Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde muss im Grunde auch einen Organisationsentwicklungsprozess in der Behörde jetzt anstoßen. Alle, die prüfen, müssen fortgebildet sein zum Thema, wie erkennt man Gewalt, was ist Gewalt, auch mit was für einem Gewaltbegriff arbeiten wir, wann und wo sind Frauen besonders betroffen, was sind die Risiken von Personen, Menschen mit Behinderung. Es müssen dann Prüfmodule entwickelt werden, ganz konkrete Module, wie prüfe ich das ab, also so Prüfleitfäden, damit das die Aufsichtsbehörden in den Einrichtungen dann auch richtig prüfen und vergleichbar prüfen können. Und es braucht Ansprechpersonen in der Aufsichtsbehörde zum Thema Gewalt, die dann auch von außen angesprochen werden können, adressiert werden können. Genau. Wichtig ist auch, dass die Heimaufsicht, also die WTG-Aufsicht, partizipative Prüfmethoden anwendet. Also dass auch mit den Menschen gesprochen wird, die in den Einrichtungen leben und sich nicht nur mit der Leitung treffen und sich sozusagen auf Dokumentenbasis die Bücher angucken oder die Dokumentation angucken, sondern dass sie auch wirklich in der Einrichtung vielleicht partizipative, also in der Einrichtung hospitieren, da mit mehreren Personen sprechen und vor allem auch mit den Personen sprechen, für die Gewaltschutz wichtig ist, also mit den Menschen, die dort leben. Ebenfalls im Koalitionsvertrag ist auch hier enthalten, im aktuellen Koalitionsvertrag Berlin, das Vorhaben, die Heimaufsicht in ihrer Aufgabe zur Überprüfung des Gewaltschutzes in Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu stärken. Also wir haben hier auch einen starken Anknüpfungspunkt im Koalitionsvertrag, der vielleicht hilft, das umzusetzen. Der nächste Punkt, es kommen noch drei, ist, das passt, glaube ich, zeitlich, ne? Gut, das Mitgestaltungskonzept. Also es gibt in der Verordnung, in der Mitgestaltungsverordnung, die ja fürs Fachgespräch heute beilag, ist die Option gegeben, dass man ein Mitgestaltungskonzept als Einrichtung entwickelt, was die Bewohnervertretung ersetzen kann. Also, und das ist ein Novum und ist, ich weiß nicht, wie es begründet ist. Ich nehme an, es ist begründet, um innovative Praktiken einzusetzen, der Beteiligung von allen innerhalb einer Einrichtung, dass man nicht den klassischen Weg geht über einen Beirat. Und das ist eigentlich zu begrüßen. Problematisch sehen wir an, dass bisher nur festgelegt ist in den Entwürfen, die wir haben, dass die Bewohnervertretung, also die Beiräte, bei Maßnahmen zum Gewaltschutz partizipieren, aber nicht inwiefern, wenn es nur ein Mitgestaltungskonzept gibt als Alternative zum Beirat, inwiefern die Selbstbestimmung und die Mitbestimmung zum Gewaltschutz auch im Rahmen von solchen Mitgestaltungskonzepten eine Rolle spielt. Das heißt, da ist noch eine Regelungslücke. Also wenn man was Neues einführt, darf man nicht unter die Standards rutschen, das alte Modell sozusagen setzt. Und das ist tatsächlich die Mitwirkung am Gewaltschutz, die der Beirat im Moment hat laut Gesetz, aber die für die das im Rahmen eines Mitgestaltungskonzeptes noch nicht vorgesehen ist. Dann auch in Bezug auf die Mitgestaltungsverordnung, und zwar die Besetzung des Bewohnerbeirats. Dies ist in § 13 Absatz 1 Ziffer 1 geregelt. Es ist so, dass vorgesehen ist in der Mitgestaltungsverordnung, dass der Bewohnerbeirat in einer Einrichtung von bis zu 100 Personen mit 3 Personen besetzt ist. Und das scheint recht wenig zu sein,
3 Vertreterinnen bei einer Einrichtung bis zu 100 Personen. Ich habe mal in Bremen geschaut im Gesetz. Da ist es so, dass ab 50 Bewohnerinnen schon 5 Mitglieder gesetzt werden müssen. Und dann die nächste Schwelle ist 150 Bewohnerinnen. Die wollen wir natürlich gar nicht in Berlin haben, so große Einrichtungen, davon mal abgesehen. Dann sind es 7 Mitglieder. Und interessant und sehr, sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, in dem Blick auch, dass wir eine Regelung brauchen, dass das geschlechtsparitätisch besetzt wird. Also dass auch der Bewohnerinnenbeirat, dass da auch Frauen mitwirken. Also ich habe gehört, dass häufig auch viele Männer sich engagieren. Das ist in der Praxis sicherlich von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Es sollte auf geschlechtliche Diversität in der Besetzung geachtet werden. Und da hat interessanterweise das bremische Wohn- und Betreuungsgesetz auch festgelegt, dass bei einer Besetzung zum Beispiel von 5 Personen in einem Beirat mindestens 2 Frauen sein sollen. Und der letzte Aspekt, den ich gerne nennen wollte heute, ist das Beschwerdemanagement, was in § 12 des WTGs, also jetzt wieder das Gesetz, nicht die Verordnung, enthalten ist. Und zwar ist das Beschwerdemanagement da gesetzlich nicht sehr konkret ausgestaltet. Da steht, dass es ein Beschwerdemanagement geben muss. Und wir haben uns schon in unserer Stellungnahme von 2020 zur letzten Reform des WTGs schon so geäußert, dass wir denken, das Beschwerdeverfahren muss konkretisiert werden in verschiedenen Punkten. Und zwar ist das die Information der Nutzerinnen und Nutzer über ihr Beschwerderecht, einschließlich eines Hinweises auf eine interne Beschwerdestelle an einem gut sichtbaren und öffentlich barrierefrei zugänglichen Ort auszuhängen. Das verantwortliche Personen für die Bearbeitung von Beschwerden benannt werden müssen ausdrücklich, dass es eine Möglichkeit geben muss, dass Personen, die sich beschweren, begleitet unterstützt werden in diesem Beschwerdeverfahren, in dem Prozess, dass angemessene Bearbeitungsfristen bestimmt werden müssen, also die Beschwerde darf nicht ewig anhängig sein, dass es eine geeignete Dokumentation geben muss von Beschwerden, die es gibt und dass die Beschwerden auch ausgewertet werden müssen, und auch festgelegt werden muss, wann eine Beschwerde als erledigt gilt. Und da hatten wir damals in der Stellungnahme schon § 9a des saarländischen Gesetzes zur Sicherung der Wohnbetreuungs- und Pflegequalität als ein gutes Beispiel gesehen, wie im Ländervergleich das Beschwerdeverfahren an sich sehr konkret, konkrete Anforderungen an das Beschwerdeverfahren gesetzt wird. Da würden wir uns dann anschließen. Genau. Also viel von meiner Seite erstmal. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Rückfragen auch gern zur Verfügung. Herzlichen Dank. Die Frage ist jetzt, ob es Verständnisfragen gibt, aber wirklich nur Verständnisfragen. Wenn ja, Dirk, müsstest du denn übernehmen? Sieht nicht so aus. Es gibt keine Verständnisfragen, dann können wir direkt weitermachen mit Frau Pohle von der Lebenshilfe in Berlin. Frau Pohle, bitteschön. Ja, da haben Sie jetzt die Latte ganz schön hochgehangen, dass ich das hier auch verständlich rüberbringe. Ich versuche es mal. Also zunächst, ich bin für den Landesverband der Lebenshilfe Berlin hier ganz konkret. Das ist die Interessenvertretung vor allen Dingen des Lebenshilfeverbundes. Wir sind also nicht konkret der Leistungserbringer, den man ganz oft mit der Lebenshilfe verbindet. Wir haben aber zu den Regelungen, insbesondere zum Gewaltschutz, Stellung genommen. Frau Breitenbach hat es ja schon verraten. Und in unserer Stellungnahme haben wir uns natürlich ausgetauscht mit unserem Wohnträger und auch mit unseren 2 Fachstellen, einmal der Mutstelle Berlin, Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt und der Beratungsstelle gegen Gewalt in der Lebenshilfe. Also insofern sind da mehrere Hinweise von unterschiedlichsten Seiten eingeflossen. Auch wir halten die derzeitige Ausgestaltung des Gewaltschutzes im WTG nicht für ausreichend und auch in der Praxis sehen wir da deutliche Lücken. Der Gesetzgeber sollte hier auf jeden Fall dringend nachbessern. Und das gilt nicht nur für die gemeinschaftlichen Wohnformen, sondern generell für die Angebote im Wohnen aus unserer Sicht. Da erzähle ich kurz noch dann im Anschluss was. Und auch die Mitbestimmung der Bewohnenden ist auch unserer Ansicht nach nicht gut ausgestaltet, beziehungsweise besteht hier Verbesserungsbedarf. Ich würde kurz zum Gewaltschutz eingehen.
Eigentlich war hier geplant, dass ich mich ganz konkret auf Frau Dr. Schlegel beziehe, weil ich gehofft hatte, sie sagt noch was zur Staatenprüfung des vergangenen Jahres, wo der UN-Fachausschuss auch nochmal ganz konkret dargestellt hat, dass Deutschland hier tatsächlich generell viele Lücken hat und gerade auch im institutionellen Settings, auch im Bereich Wohnen ist der Gewaltschutz nicht gut ausgestaltet und da wurde Deutschland sehr stark kritisiert und das haben wir auch in unserer Stellungnahme nochmal aufgegriffen. Deswegen würde ich es aber trotzdem hier gerne überspringen, es sei denn, wir wollen da nochmal vertiefend drauf eingehen. Aber ich glaube, das als Fazit ist eigentlich schon ausreichend. Genau, im Wesentlichen beruhen die landesgesetzlichen Ausgestaltungen hier in Berlin auf den bundesgesetzlichen Mindestvorgaben. Auch das hatte Frau Dr. Schlegel ja schon kurz angesprochen. Die Leistungserbringenden sollen hier Maßnahmen zum Gewaltschutz treffen. Das ist eigentlich so die gesetzliche Formulierung. Und als ein Beispiel dieser Maßnahmen werden Gewaltschutzkonzepte benannt. Das heißt also, grundsätzlich hat der Gesetzgeber schon daran gedacht, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Die sehen wir aber in der Praxis so gut wie nie. Hier in Berlin sind mir auch keine weiteren bekannt, ehrlich gesagt. So, die mangelnde Ausgestaltung, sowohl bundesgesetzlich als auch landesgesetzlich, führt halt dazu, dass diese Konzepte nur sehr eingeschränkt überhaupt überprüft werden können. Oftmals beschränkt sich diese Überprüfung reinweg auf das Vorhandensein und eine generelle Plausibilität dieser Konzepte. Das halten wir auf jeden Fall für zu wenig. Und auch die Beratungsstellen haben nochmal darauf hingewiesen, dass auch vielen Mitarbeitenden bei den Leistungsträgern, bei den Leistungserbringern, diese Konzepte viel zu wenig bekannt sind und dadurch natürlich auch in der Praxis große Lücken dann bei der Umsetzung des Gewaltschutzes auftreten. Gewaltvorfälle können damit halt nicht adäquat dann ihren Niederschlag finden oder es gibt halt zu wenig präventive Ansätze. Oftmals passiert dann wirklich erst was oder auch eine Kontrolle findet dann erst statt, wenn es zu einem konkreten Gewaltvorfall kam. Ja, aufgrund der herausragenden Bedeutung des Themas Gewaltschutzes würden wir uns, auch wenn es hier in Berlin schon ganz gut geregelt ist, tatsächlich eine eigene Norm wünschen, die auch den Gewaltschutzbegriff nochmal ganz konkret definiert. Aktuell wird der Gewaltschutzbegriff an einigen Stellen zwar angesprochen im BTG, aber erstreckt sich da halt auf so einer bloßen Aufzählung. Derzeit den Schutz vor Missbrauch, Ausbeutung, Gewalt, insbesondere körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt und Diskriminierung umfasst. Das halten wir für zu wenig. Und im Übrigen würden wir diese Definition auch noch um weitere Bereiche erweitern wollen. Zum einen ist es der Bereich der reproduktiven Selbstbestimmung. Also auch in Wohneinrichtungen wie im gesamten System, zum Beispiel auch in der gesundheitlichen Versorgung, gibt es hier immer wieder Eingriffe. Und in einem guten Glauben werden dann gemeinschaftlich Entscheidungen von Fachpersonal, rechtlichen Betreuern und Ärzten getroffen, ohne dass die Bewohnenden selbst frei oder informiert aufgeklärt werden zu Möglichkeiten von Verhütung oder halt im Umgang mit Sexualität. Zweitens die digitale Gewalt, also natürlich auch Menschen mit Behinderungen. Selbstverständlich nehmen auch die Menschen immer mehr digitale Angebote, das Internet oder auch soziale Plattformen in Anspruch. Und auch dort finden sich unterschiedlichste Formen von Gewalt, ob das Mobbing ist, Nachstellungen oder Ähnliches. Und wenn das denn Bewohnende in der gleichen Einrichtung sind, dann haben sie einfach eine permanente Auseinandersetzung mit der Gewalt, weil sie sich halt ihrem Peiniger, wenn sie so wollen, gar nicht mehr entziehen können und 24/7 dann von dieser Gewalt in irgendeiner Form betroffen sind. Dazu passt eigentlich auch, dass Angehörige und Mitarbeitende viel zu wenig auch informiert sind über dieses Thema und auch die Bewohnenden selbst haben zu wenige Angebote, um sich zu informieren. Das Internet selber, die Angebote dort sind nicht barrierefrei und es fehlt halt auch an Informationen, zum Beispiel in einfacher und leichter Sprache. Das dritte wäre der fürsorgliche Zwang. Sowohl aus dem noch nicht abgelegten Fürsorgegedanken, den wir in vielen Einrichtungen immer noch beobachten können, aber auch aus den aktuellen Problemen wie Personalnot,
ergibt sich halt, dass viele unter Zeitdruck stehen oder dort nicht so sensibilisiert sind und dann in der Praxis Formen von sogenannten fürsorglichem Zwang auftreten. Das können sein, die Einhaltung von bestimmten Ruhezeiten, dass man zwangsweise mittags hingelegt wird oder dass Mahlzeiten zu ganz festen Zeiten grundsätzlich eingenommen werden müssen oder anderen rigiden Vorgaben halt im Alltag. So. Frau Dr. Schlieger hat es auch schon angesprochen, auch wir halten gesetzliche Mindestvorgaben für Gewaltschutzkonzepte für notwendig. Es sollte halt klargestellt werden zusätzlich, dass diese Mindestvorgaben im Gesetz natürlich immer noch einrichtungsbezogen ergänzt werden müssen, dann halt in Gewaltschutzkonzepten. Ja, bis jetzt gibt es da halt nur ganz wenige Vorgaben und die sind fast ausschließlich alle im Leistungsrecht zu finden. Die eingeschränkte Prüf- und Kontrollqualität, Möglichkeit der Aufsichtsbehörde hatten Sie auch schon angesprochen. Und dadurch entstehen halt immer wieder auch Mängel in der Gewaltprävention generell. Auch die Leistungserbringenden können die darüber nur eingeschränkt refinanzieren. Auch das ist ein Problem in der Praxis, was immer wieder uns genannt wurde. Ja, gesetzliche Mindestvorgaben aus unserer Sicht sollten vor allen Dingen präzise und überprüfbar sein. Das könnten sein jährliche Schulungen oder generell Maßnahmen zur Sensibilisierung von Mitarbeitenden, die Aufklärung und Information in adressatengerechter Form von Bewohnenden, aber auch interne Beschwerdemöglichkeiten, externe Vernetzung zu Ordnungsbehörden und Aufsichts- und Beschwerdestellen, Gewaltschutzbeauftragte für die interne Kontrolle und auch zum Qualitätsmanagement generell oder zur Koordinierung solcher Gewaltschutzmaßnahmen. Konzepte zur Bearbeitung konkreter Gewaltvorfälle und jährliche Gewaltschutzbelehrungen von Mitarbeitenden. Ergänzt, wie gesagt, dann immer durch einrichtungsbezogene Maßnahmen, die sich halt ganz konkret an dem Bedarf der Bewohnenden vor Ort orientieren, die vielleicht auch nochmal zusätzliche Vorgaben zur Fachlichkeit von Mitarbeitenden machen oder den Inhalt von Fortbildungen oder wie Dokumentationen zu erfolgen haben oder auch ganz konkret zur Zusammenarbeit mit sozialräumlichen Netzwerkpartnern. Gewaltschutzmaßnahmen sollten halt auch immer mehr dimensional betrachtet werden. Gewalt kann von ganz vielen Seiten kommen. Die tritt nicht nur zwischen Bewohnenden und Mitarbeitenden auf oder unter Bewohnenden, sondern kann auch zum Beispiel von Dritten, die Einrichtungen besuchen, auftreten. Es können Besucher sein, es sind aber auch vielleicht andere therapeutische Fachkräfte, Fahrdienste, Angehörige, ehrenamtlich Tätige oder sogar Fremde. Wir sprechen ja hier nicht über ein geschütztes System, wo niemand reinkommt. Also auch da ist so ein Zutritt ja nicht komplett ausgeschlossen. Und auch dieses muss halt Gewaltschutzkonzept dort berücksichtigen. Gewaltvorfälle müssen natürlich auch differenziert betrachtet werden. Also wenn wir über Gewalt zum Beispiel im familiären Bereich oder in Partnerschaften reden, die ja auch in Einrichtungen auftreten können, dann sind natürlich dort auch immer noch andere Grundrechte wie halt das Recht auf Familie oder der Schutz der Familie und die Privatsphäre entsprechend zu berücksichtigen. Das sind so bestimmte Problemlagen, die dann einfach in solchen Gewaltschutzkonzepten in irgendeiner Form geregelt werden müssen. Wie geht man damit um? Da wird dann aus so einer falschen Scheu auch manchmal viel zu verhalten reagiert. Dann noch kurz zur Partizipation. Auch dazu hatten Sie ja ganz viel schon gesagt. Hier wurde uns vor allen Dingen benannt, im Gegensatz zu den Gremien zum Beispiel im Bereich Arbeit, handelt es sich halt im Wohnbereich immer um ein Ehrenamt. Und das führt dazu, dass hier die Bewohnenden neben der Arbeit in ihrer Freizeit eine zusätzliche Tätigkeit machen. Und das erschwert tatsächlich in der Praxis nicht selten, dass wir überhaupt Menschen finden, die dieses Ehrenamt dann auch ausfüllen können. Das kann allerdings natürlich gestärkt werden, zum einen gesetzgeberisch als auch durch die Träger vor Ort. Gesetzgeberisch natürlich insofern, dass die Bewohnenden einfach auch sehr viele Rechte eingeräumt bekommen, dass diese Gremien, Wohnbeiräte tatsächlich echte Mitspracherechte haben. Dann ist es halt ein verantwortungsvolles Ehrenamt, was auch nochmal zu einer größeren Akzeptanz auch für eine Beteiligung beitragen kann. Die Leistungserbringenden natürlich selbst, indem sie eine aktive Kultur auch der Wertschätzung betreiben. Das kann vielfältig sein. Ja,
bis hin zu Sitzungsentgelten oder was auch immer, aber generell schon die Wertschätzung vermissen wir tatsächlich in vielen Bereichen. Ja, was auf jeden Fall bei allen Partizipationsmaßnahmen immer mitgedacht werden muss, ist das Durchbrechen von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen, die es in jeder Einrichtung gibt. Und da könnte eine Möglichkeit sein, dass man Gewaltschutzbeauftragte bei Trägern und nicht in der Einrichtung selbst initiiert, um zumindest einen kleinen externen Blick zu haben. Aber auch, das haben Sie schon angesprochen, dass die Partizipationsgremien, in welcher Form auch immer, tatsächlich dann externe Beratung und fachliche Unterstützung in Anspruch nehmen können. Auch da können die Werkstatträte oder auch Frauenbeauftragte in Werkstätten, die es ja schon gibt, tatsächlich gute Ansätze bieten. Die haben diese Möglichkeit nämlich genau auch. Ja, auch hier haben Sie die Mitgestaltungsverordnung schon angesprochen und das geplante Mitgestaltungskonzept. Grundsätzlich finden wir das Mitgestaltungskonzept, dass man also hier neue Formen vielleicht auch von Beteiligung ausprobieren kann, gut. Allerdings, und das haben Sie auch schon gesagt, der Katalog der Zuständigkeit, der darf natürlich auf keinen Fall hinter den aktuellen Katalogen der derzeitigen etablierten Beteiligungsgremien zurückbleiben. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig und da muss der Verordnungsgeber auf jeden Fall nochmal nachbessern. Genau, und im Besonderen gilt es natürlich für Gewaltschutzmaßnahmen. Bei bewohnenden Befragungen sollten Aspekte wie das allgemeine Sicherheitsempfinden auf jeden Fall mit abgefragt werden. Die können ein gutes Mittel sein, um den Gewaltschutz zu verbessern oder auch generell die Wohnqualität aufrechtzuerhalten oder auch dort zu verbessern. Was als weniger geeignet angesehen wurde von den Fachberatungsstellen, ist die Abfrage von konkreten Gewaltvorfällen. Das bedarf halt zumeist einer guten fachlichen Begleitung und sollte dann gesonderte Aufarbeitung nochmal vorbehalten sein. Weiter sehen wir jetzt aktuell in der Partizipation eine Schwäche, in dem die Frauenbeauftragten fehlen. Das wurde auch schon angesprochen. Neben der allgemeinen Gewaltbetroffenheit von Menschen mit Behinderung gilt das natürlich noch mal mehr für Frauen, die dort tatsächlich noch häufiger betroffen sind als ohnehin schon Menschen mit Behinderungen. Ändern könnten das natürlich die Einrichtung von Frauenbeauftragten, so wie es es ja in anderen Bundesländern schon seit vielen Jahren erprobt gibt. Die Länder wurden ja auch schon benannt. In Berlin ist es bis jetzt gesetzlich noch nicht verankert. Flächendeckend in Deutschland gibt es nur in den Werkstätten und dort hat man aber seit ihrer Einrichtung viele positive Vorteile wahrgenommen, generell die Sensibilisierung von Mitarbeitenden und anderem Fachpersonal für sämtliche Belange von Frauen und deren Situation. Deswegen halten wir es durchaus auch für sinnvoll, das Amt der Frauenbeauftragten nicht nur auf das Thema Gewalt zu erstrecken, sondern auf alle Belange, die Frauen betreffen. Auch die Frauenbeauftragten sollten natürlich das Recht auf externe Fortbildung, Vernetzung und eine fachliche Begleitung haben. Und ein entsprechender Anspruch ist auch in anderen WTGs in anderen Bundesländern geregelt. Und zum Teil sind aber diese Regelungen dort leider dann tatsächlich nur auf die Fragen von Gewalt und sexueller Belästigung verengt. Ja, auch hier muss natürlich wieder Abhängigkeits- und Machtverhältnisse der Einrichtungen mitgedacht werden. Wir halten zum Beispiel eine Regelung, wie sie in Rheinland-Pfalz getroffen wurde, dort in § 9 WTG, nach der die Besetzung der Frauenbeauftragten durch die Einrichtungsleitung erfolgt, für weniger zielführend. Hier sollte halt die Wahl aus dem Kreis der Bewohnenden oder des Bewohnervertretungsgremiums heraus geschehen. Begrüßenswert finden wir allerdings eine Regelung aus dem bremischen Wohnbetreuungsvertragsgesetz, in dem, wenn keine Frauenbeauftragten in der Einrichtung gefunden werden konnten, dann durch die Aufsichtsbehörde, aber in Abstimmung mit den Nutzenden vor Ort und der Einrichtungsleitung eine Besetzung dann durch eine externe Frauenbeauftragte erfolgt, so lange, bis eine interne Frauenbeauftragte dann dort gefunden wurde. Sie können auch gleich noch ergänzen, aber vielleicht könnt ihr erstmal zum Abschluss für die erste Runde kommen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, zur Aufsichtsbehörde würde ich jetzt ganz kurz fassen, da hatten Sie auch schon gesagt, wir halten auf jeden Fall dort nochmal eine Spezialisierung auch bezogen auf Gewalt für dringend notwendig und eine bessere Vernetzung zu bestehenden Fachberatungsstellen, die halt niederschwelligeren Zugang gewähren. Und last but not least, jetzt nochmal, wäre uns ein wichtiges Anliegen, dass man das WTG oder zumindest den Gewaltschutz generell nicht nur auf den Bereich der gemeinschaftlichen Wohnformen beschränkt, sondern auch andere Bereiche, wie zum Beispiel das betreute Einzelwohnen im ambulanten Bereich mitdenkt. Dort gibt es ähnliche Abhängigkeits- und Machtstrukturen, die das notwendig machen, auch dort für einen Gewaltschutz weiter zu sorgen. Ja, tut mir leid, dass es doch ein bisschen länger gedauert hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pohle. Jetzt kann Herr Barwe, glaube ich, nahtlos an die beiden vorangegangenen Beiträge ansetzen. Sie haben ja schon Erfahrungen gemacht. Vielleicht können Sie noch mal, Herr Barwe, bitte kurz sagen, was Sie eigentlich genau machen. Und dann können Sie noch mal auf das Wohnteilhabegesetz eingehen und wie Sie glauben, dass man eben genau auch so eine Teilhabe und Mitbestimmung verbessern kann. Bitte schön, Herr Barley. Vielen Dank für die Einleitung, Frau Breitenbach. Genau, ich habe Ihnen eine kleine PowerPoint heute mitgebracht, um ein bisschen zu erklären, was wir als GTEC machen, was unsere Kernarbeiten sind. Da will ich mich aber nicht groß aufhalten, sondern Ihnen eher dann 10 Fragen mal mitbringen, oder die habe ich mitgebracht, die ein bisschen sozusagen die Nutzerperspektive heute mit reinbringen, die wir, die die Nutzerperspektive mit einbringen und dort Erfahrungswerte aus 5 Jahren genau zu diesen Fragen, die heute eben gestellt werden oder wurden, eben nochmal eben im Ergebnis zu präsentieren. Genau, Sie sehen die PowerPoint noch nicht. Ja, aber wir sehen sie hier nicht, ne? Also ich sehe sie. Okay, aber die Anwesenden können sie nicht sehen. Ja. Jetzt geht's los, genau. Also kurz zum Hintergrund, zur GTEC was zu sagen. Ich glaube, das ist insofern wichtig, dass Sie ein bisschen den Kontext haben zu dem, wo wir dann letztendlich dann in diesen Fragen und in der Zusammenfassung nochmal landen werden. Dann eben zum Auswertung Gewalt, sexuelle Gewalt, da stellen wir Fragen zu den Themen und nachher nochmal zur Zusammenfassung können Sie dann diese Fragen nochmal sehen. Der Hintergrund der GTEC, Frau Breitenbach hat es kurz erklärt, ich will jetzt ein bisschen Hinblick auf die Zeit jetzt nicht so groß zum Gründungsimpuls nochmal eingehen, aber die GTEC eben für Gleichberechtigung von Menschen mit Beeinträchtigung im Bereichen Wohnen, Bildung und Arbeit sich stark macht. Und in der GTEC ist ein sehr, sehr besonderer, ist ein Inklusionsunternehmen, wo eben ein Hauptteil der Menschen, die bei uns arbeiten, auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Behinderungen arbeiten. Das heißt, der Peer-Ansatz, den wir praktisch jeden Tag praktizieren, ist dort gelebte Praxis. Und das ist insofern das Besondere, weil das NUEVA-Prinzip, was Frau Breitenbach vorhin eingeführt hat, auch besagt, NUEVA-Nutzerevaluation, eben wirklich nur unsere Menschen, Kollegen mit Beeinträchtigungen dürfen eben nach dem PIRSA-Ansatz befragen. Das darf also niemand anders tun, da ist nochmal eine Besonderheit dabei. Und dieses Befragungssystem und Beobachtungssystem, was wir dort seit, das ist ein zertifiziertes Verfahren mittlerweile. Und wir fragen und messen die Qualität von Betreuungsleistung und Assistenzleistung für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung insbesondere. Bei uns sind nochmal wichtig, dass die Fragen, die wir eben in diesen Interviews führen, von Nutzerinnen und Nutzern erstellt wurden nach dem Peer-Ansatz auch immer, also praktisch immer die Nutzerperspektive dort vollständig enthalten ist und das Thema leichte Sprache somit sozusagen möglichst allen zugänglich ist, dass jeder verstehen kann, was damit gemeint ist. Es ist sehr komplex, deswegen ist es hier sehr besonders dadurch nochmal. Die GTEC hat im Prinzip 4 Schwerpunkte in der Arbeit. Das kann man jetzt vielleicht schlecht sehen in dem Monitor, dort ich erkläre es kurz. Der erste Bereich ist Evaluation nach dem Peer-Prinzip, da erkläre ich nochmal ein bisschen genauer, wie das eigentlich dann abläuft.
Das zweite sind Barrierefreiheitschecks, die wir heute nicht zum Thema haben. Das dritte ist inklusive Forschungsprojekte, die wir umsetzen. Und das vierte sind inklusive Bildungsangebote. Die sind wieder stärker für heute vielleicht interessant, weil wir tatsächlich eben die Wohnbeiräte, Interessenvertreter, Schulen und da ganz viel Praxis mit hier reinbringen können in dieses Gremium. Wie funktioniert das eigentlich ganz praktisch oder was braucht es eigentlich noch dazu, um die Interessenvertreter zu stärken und eben so weit zu empowern, so weit stark zu machen, dass sie nachher wirklich in ihrer Kraft auch diese Dinge umsetzen können, wofür sie eigentlich gewählt wurden zum Beispiel. Und diese Themen, die wir heute gehört haben, sind dort Themen. Und man muss einmal dazu sagen, dass das immer in leichter Sprache und in sehr einfach alles absolviert werden muss, damit das eben auch wirklich umgesetzt werden kann und begleitet werden kann. Das vierte Thema ist Evaluation nach dem Peer-Prinzip. Dort fragen wir im Prinzip im Jahr 1300 Menschen in Interviews und Beobachtungen zu deren Lebens- und Wohnqualität, wie sie das empfinden. Und dort befragen wir eben die Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen. 6 Qualitätsdimensionen haben wir dort. Und aus diesen 6 Qualitätsdimensionen, das sind insgesamt 120 Fragen, die wir dort stellen oder können stellen, nehmen wir einzelne Bereiche mal raus. Das wird dann beauftragt durch die Auftraggeber. Und in diesen einzelnen Bereichen, die wir da fragen, sind eben auch Teile eben zum Thema Gewalt, Gewalterfahrung oder eben Umgang mit bestimmten Themen enthalten. Da will ich Sie jetzt kurz einladen, zu dem Thema eben ein bisschen konkreter reinzugucken und die Erfahrungswelten der Menschen, die wir da befragt haben, mit hier reinzubringen. Das, was wir jetzt hier vorstellen, ist eine Datenbankabfrage, die wir ja haben. Das ist sozusagen ein Datenschatz, den wir seit 2012 haben und erheben. Und diese Fragen, die ich Ihnen jetzt vorstelle, sind aus diesem Nuweber-Fragekatalog aus Berlin erhoben und im Zeitraum von 2018 bis 2023, also 5 Jahre. Hier sind die Fragen, können Sie mit Betreuerinnen darüber reden, wenn Sie Gewalt erlebt haben? Und hier sind 492 Personen befragt worden. Und im Prinzip, wenn man jetzt mal unten, wenn Sie das sehen können, hoffe ich, das geht halbwegs, sagen eben überwiegend 37%, ja, wir können hier in unserer Einrichtung, in meinem Standort, in meinem Lebensumfeld, können wir darüber reden. Der Rest sozusagen ist dann Abstufung, manchmal selten, nein, das kann ich nicht, das 1% ist relativ gering, also ist fast null. Und es trifft hier nicht zu. Diese Kategorie ist auch nochmal zu erklären, wenn einfach die Menschen nicht den Bedarf dazu haben, darüber zu reden. Wenn Sie hier Gewalt erleben, können Sie das melden. Und das sagen ganz eindeutig 86% der Befragten, das sind 458 Personen, ja, das können wir hier. Also das spricht ganz deutlich dafür, dass eben der Rahmen für diesen Austausch da ist und das Gewaltschutzkonzept vielleicht wirkt, aber auch vielleicht auch die Personen, die sensibilisiert genug sind, also diese Menschen zu begleiten und denen dann Raum zu geben und das weiter zu bearbeiten. Gibt es hier Kurse, in denen Sie lernen können, wie man mit Gewalt umgehen kann und wie man Gewalt verhindern kann? Und da sagen überwiegend 37% sagen, nein, das gibt es hier nicht. Also da ist vielleicht auch schon ein Hinweis da, dass es einen Bedarf gäbe für mehr Aufklärung und mehr Möglichkeiten dort eben zu wissen darum. Und es ist eben auch der Erfahrungswert, dass viele gar nicht wissen, was Gewalt ist, also die unterschiedlichen Formen von Gewalt und diese Themen sozusagen überhaupt nicht differenziert dort ankommen, sondern eher so nebulös noch sind. Und weiß nicht entspricht dem auch. Also ich weiß einfach gar nicht darum, was das Thema Gewalt oder ob es hier Kurse gibt. Brauche ich das überhaupt? Wozu brauche ich das? Das ist die Realität der befragten Personen. Reden die Betreuerinnen mit Ihnen darüber, dass es verschiedene Formen von Gewalt gibt? Und da ist die Spannbreite sehr, sehr breit. 22% der Befragten sagen ja immer, das machen die. Und der Rest sozusagen verteilt sich dann, also oft, manchmal selten, nein, machen Sie nicht und will ich nicht. Da ist eben auch noch mal klar, dass das eigentlich überwiegend eben ja immer sein sollte, dass es in verschiedenen Formen von Gewalt klar bei den Menschen einfach also als Möglichkeit da ist, dass ich darüber Bescheid weiß. Und hier die Statistik sagt eben, dass viele gar nicht wissen, worum es da geht oder beziehungsweise eben auch nur bedingt da begleitet sein können.
Greifen die Betreuerinnen ein, wenn es hier zur Gewalt zwischen Mitbewohnern kommt? Das ist eine Frage, die wir stellen. Und da sagen eben 45% der 314 Personen sagen ja, das machen die. Und der Rest ist sozusagen gut verteilt, relativ gering. Das ist eben machen sie nicht. Gibt es hier auch einen Ausschlag von 4%. Das müsste man in einem Einzelnen erfragen nochmal, was ist das eigentlich? Das würden wir dann in dem Fall auch machen. Mit dem Träger und trifft nicht zu, sind immer die eigenen Erfahrungen. Nein, das gab es bei mir noch gar nicht. Das ist also die Erklärung dazu. Zeigen Ihnen die Betreuerinnen, wo Sie Hilfsangebote finden, wenn Sie Gewalt erlebt haben oder wenn es Ihnen schlecht geht? Und da sagen 26% der befragten Personen, ja, immer, das machen, das zeigen die Betreuerinnen mir. Und hier nochmal, ist ein großer Aufschlag, will ich nicht, ist auch wieder die Frage, wie viel Gewalterfahrung habe ich schon, wie kann ich das überhaupt einschätzen, was da an Gewalt mir schon passiert ist, ohne, vielleicht weiß ich das gar nicht. Also da ist ein hoher Erklärungs- oder ein Auftrag nochmal, finde ich, dass man dort nochmal Schulung anbietet oder guckt, also dass man sensibilisiert dazu zu diesen Themen, damit Menschen das besser einschätzen können, die dort eben betreut und begleitet werden. Und hier nochmal auch eine Besonderheit unseres Systems. Hier fragen wir auch Mitarbeitende, wie weit sie sozusagen in diesem Kontext auch eine Sphäre mit einspringen können. Gibt es in Ihrem Wohnangebot schriftliche Informationen für Bewohnerinnen, Angehörige oder rechtliche Vertreterinnen, was im Falle von sexualisierten Übergriffen getan werden kann? Und da sagen die befragten Personen, das sind eben wie gesagt Mitarbeitende, 105 Personen sagen ja, es gibt es hier und ich weiß darum. Und 7% sagen nein, es gibt es hier nicht und 8% wissen nicht darum, um ihre Konzepte beziehungsweise ob es dort schriftliche Informationen für die Menschen gibt, die dort betreut und begleitet werden. Hat man Ihnen hier gesagt, dass Betreuerinnen aufhören müssen, zum Beispiel, ist eine Frage, mit Ihnen zu arbeiten, wenn von ihm oder ihr sexuelle Belästigung ausgeht oder belästigt werden und sagen zum Beispiel nein, sagen 41%, das ist auch nochmal sehr besonders, also wissen einfach diese Personen gar nicht um ihre Rechte und um ihre Schutzräume. Und da ist wieder die Botschaft, dass es viel mehr Aufklärung bedarf, dass die Menschen, die dort eben begleitet werden, sichtlich eben mehr Unterstützung, also was zu Begrifflichkeiten beiträgt oder eben nochmal um ihre Rechte zu wissen, dort ein anderer Informationsfluss nochmal da sein sollte. Reden die Betreuerinnen mit Ihnen darüber, was sexuelle Belästigung ist? Und hier ist eher der Ja, sagen immer 18% und 32% sagen auf dem hohen Ausschlag dort, das will ich gar nicht oder ich will das nicht. Auch da wieder ist die Frage, dass bestimmte Sachen tabuisiert sind. Es geht um Vertrauen, es geht um wirklich Personen, die Vertrauenspersonen sind, dass die wirklich auch als Ansprechpartner erkennbar sind und nicht jeder x-beliebig dort sich dem Thema widmen kann. Diese Personen müssen natürlich geschult sein in der Sensibilität, eben erfahren sein und natürlich auch geschult im Umgang mit diesen Themen. Und ich will gleich sagen, auch das kriegen wir gespiegelt, dass der Fachkräftemangel dort sehr, sehr stark wirkt. Das heißt also Menschen, die eben nicht sozial dort integriert sind, Mitarbeitende, die eben sehr, sehr oft sich verändern, da ist das Vertrauensverhältnis zu dem Betreuungspersonal eher gering. Und da kann natürlich denn sowas auch nicht umgesetzt werden, beziehungsweise dass sich vertrauensvoll an jemanden wendet. Das heißt, muss irgendwie eine Stabilität der Erfahrung von der Person, die das dann eben begleitet und unterstützt. Reden die Betreuerinnen mit Ihnen darüber, was sie tun können, wenn sie sexuell belästigt werden? Auch da wieder ist ein großer Ausschlag, ich will das nicht. Und das ist auch wieder sozusagen ein Indiz dafür oder könnte sein, dass eben das Vertrauensthema dort eben an der Stelle noch nicht oder nicht klar formuliert ist, wer könnte das sein hier in unserem, ist nicht identifizierbar, wer das sein könnte. Und somit Antwort 39% eben, ich will das gar nicht, dass das hier, ich will darüber gar nicht reden.
Diese 10 Fragen sind exemplarisch. Das ist sozusagen ein Auszug aus dem, was wir erheben im Jahr oder über diese Jahre hinweg. Und wir wissen von den Menschen, die wir dort in Schulen, in den Wohnbeiratsschulen, Schulungen, dass eben viele Themen von dem, was wir hier besprechen, dort gar nicht angekommen ist. Also das heißt, die leichte Sprache, das Thema, das Runterbrechen der Zielgruppe, die Ansprache, das ist schwierig. Das wissen wir aus der eigenen Erfahrung, weil wir eben genau diese Anpassung und diese Schulungen dort vornehmen. Und wir wissen aber auch, und das ist also das besondere Merkmal, die Begleitung dieser Gremien oder eben Mitwirkungsgremien, Wohnbeiräte, dass es einfach wirklich immer mit wechselnden Personen einfach extrem schwierig ist, das Wissen um diese Begleitung dieser Gruppe wirklich adäquat gut zu begleiten und zu unterstützen. Und das ändert sich ständig. Diese Personen sind oftmals nicht benannt durch den Träger oder haben zwar ein eigenes Interesse, die Mitarbeitenden, dieses Thema voranzubringen, aber dann ist nach einem halben Jahr wieder jemand anders dabei. Also da ist wirklich der Wissenstransfer, der Begleitung für diese Gruppen extrem wichtig. Und ich finde diese die Aufwertung dieses Gremiums auch nochmal mit Personen zu unterstützen, die sich wirklich dafür bereit finden, die tatsächlich vom Träger benannt sind, die auch sozusagen wissen um ihre Rechte und Pflichten in der Begleitung dieses Gremiums. Das ist eine Forderung, die wir nochmal sehr, sehr besonders hier mit einbringen wollen. Es wurde schon alles gesagt, was es da an personellen Ressourcen braucht. Und ich kann einfach nur aus der Praxis sagen, dass das eben an den Stellen noch nicht da ist. Und das, wir wünschen uns das sehr, dass da andere Ansprechpersonen sehr fest und sehr, sehr kontinuierlich in diesen Gremien, diesen Selbstwirkungsgremien zur Verfügung stehen. Soweit erstmal von mir. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Geht das jetzt nochmal ohne Hall? Geht. Gibt es hierzu denn nochmal Nachfragen jetzt? Gibt es nicht, wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir jetzt zu der nächsten Kachel. Das ist denn Frau Huskamp, die auch zugeschaltet ist über Zoom. Also jetzt die Frauenbeauftragte, über die jetzt alle gesprochen haben. Frau Huskamp macht es mit 2 weiteren Kollegen, habe ich vorhin schon gesagt. Und Frau Huskamp, wir freuen uns jetzt über Ihre Erfahrungen zu hören. Sie haben das auch nochmal sehr gut auf Ihrer Webseite dargestellt, die ich allen nur empfehlen kann, wo wir eben auch nochmal oder wo alle nochmal nachlesen können, was Ihre Aufgabe ist. Aber jetzt sind Sie am Zuge. Bitte schön. Ja, mein Name ist Annika Huskamp und bin Frauenbeauftragte bei der Lebenshilfe. Ich habe eine eigene Wohnung, werde von der Lebenshilfe betreut. Ambulant betreut im Wohnen. Genau, ambulant betreutes Wohnen. Und seit fünf Jahren sind wir Frauenbeauftragte zusammen mit 2 anderen Frauenbeauftragten. Wir machen das meistens in unserer Freizeit. Als Ehrenamt, Unterstützung durch unsere Stammbetreuerin, die auch sonst auch, die auch für mich zuständig ist im Wohnbereich. Genau, und wolltest du was über die Lebenshilfe bringen erzählen, für wen ihr so zuständig seid? Wir haben verschiedene Häuser in kleinen Gruppen. In der ganzen Stadt verteilt. Und betreutes Wohnen, dort wohnen. Wie viele Frauen habt ihr insgesamt? 140 Frauen sind wir für die zuständig. Es ist schwer, an die Frauen ranzukommen. Ran
Ja, was macht ihr so als Frauenbeauftragte dann, wenn die Frauen nicht zu euch kommen? Oder kommen die zu euch? Die Frauen kommen selten zu uns. Darum machen wir andere Sachen. Wir stellen uns bei den Frauen in den Häusern vor. Wir machen Frauencafés, Button, EM, Grillen. Wir haben Postkarten gemacht zum Frauentag. Wir planen einen Vendokurs und wir gehen zusammen zu den Treffen vom Bewohnerbeirat. Ja, trefft ihr euch auch noch mit anderen, also außerhalb der Lebenshilfe oder mit anderen Gruppen in der Lebenshilfe? Zum Beispiel mit unseren Regionalleitungen, mit den Wohn- und Betreuungsaufsicht, mit dem Angehörigenbeirat. Gibt es irgendwelche Arbeitsgruppen, wo ihr mitmacht bei der Lebenshilfe? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel in der Arbeitsgruppe gegen Gewalt. Da sitzen alle Genau. Leitungsgremien, alles, ne? Genau. Alle Leitungskräfte. Genau, mit wem habt ihr euch sonst noch getroffen? Zum Beispiel mit dem Behindertenbeauftragten von Bremen und mit der Landesfrauenbeauftragte. Genau, was findest du gut an deiner Arbeit als Frauenbeauftragte? Dass ich mich für Frauen einsetzen kann, dass ich den Frauen helfen kann bei Problemen, die sie haben, dass ich mit anderen Frauenbeauftragten austauschen kann. Wir haben ein Netzwerk in Bremen gegründet, FELB. Frauenbeauftragte in Einrichtungen, Genau. Landesbeauftragte. Wir sind Mitglied bei Starke Frauen machen, Bundesnetzwerk. Die sitzen auch in Berlin. Und Vernetzungstreffen. Ich bin Vernetzungsfrau für Bremen. Und was müsste besser werden? Was denkst du? Was sollte sich ändern? Wir machen das in unserer Freizeit. Wir haben kein Recht auf Freistellung. Was noch? Habt ihr genug Geld für alles, was ihr machen wollt? Geld für Schulungen ist nicht. Genau. Gibt es Geld für die Unterstützung, die ihr Nein. bekommt? Okay. Also das läuft über eure Genau. normale Betreuung, ne? Bitte. Mir reicht das. Vorbereitung findet in meiner Unterstützungszeit statt. Und das funktioniert, Genau. solange du eine Genau. Unterstützerin hast, die beides machen Genau. kann. Wir gucken eben halt, was zu tun ist, und dann teilen wir uns das eben halt auf, was wichtig ist oder was Zeit hat noch dazu. Was braucht ihr, um eure Arbeit gut machen zu können? Oder was habt ihr schon? Was braucht ihr? Diensthandy haben wir. Büro, wir teilen uns das Büro mit dem Bewohnerbeirat. Das passt viel bisher. Laptop oder Tablet für die Zoom-Treffen. Geld für Veranstaltung, Geld für Schulung.
Und zweitens. Was denkst du, wird genug gegen Gewalt in Einrichtungen getan? Das weiß ich nicht. So ist das. So ist es bei der Lebenshilfe Bremen. Es gibt ein Präventionsbüro, das macht Schulung für alle neuen Mitarbeiterinnen. Es gibt eine Arbeitsgruppe zum Thema Gewaltschutz. Da sind wir auch mit dabei. Wir sollen auch beim Gewaltschutzkonzept mitmachen. Genau, soweit erstmal. Genau. Und ich glaube, wenn Fragen sind, dann kann gefragt werden, oder? Ja. Dirk, jetzt müsstest du übernehmen, weil ob jetzt Fragen sind, weiß ich nicht. Und wenn keine Fragen sind, ich zumindest hätte noch eine Frage. Aber ich warte jetzt erstmal, ob andere Fragen sind. Ja, dann an der Stelle auch ganz herzlichen Dank an alle unsere Podiumsgäste und auch alle, die online dabei sind und die hier im Raum sind. Wir würden dann auch direkt in die offene Diskussion rübergehen. Wir haben ja schon sehr viele gute Ansätze jetzt hier gehört, aber auch was es eben noch zu verbessern gilt. Unser Ziel ist mit dieser Veranstaltung dann eben auch den, Frau Breitenbach hat es ja auch schon angesprochen, den parlamentarischen Prozess dann eben auch so zu beeinflussen, dass wir tatsächlich vielleicht auch noch eine Veränderung des WTGs und der Mitgestaltungsverordnung hinbekommen. Ich glaube, da liegen wir auch noch ganz gut in der Zeit, weil wir sozusagen ja noch vor dem parlamentarischen Prozess sind. Wir haben also tatsächlich die Möglichkeit, da auch noch was sozusagen wirklich zu verändern. Ja, genau. Und damit würde ich dann sozusagen auch in die Runde hier gehen. Eine Anmerkung hätte ich noch. Und zwar ist es so, dass wir die Veranstaltung hier aufzeichnen, damit wir sie sozusagen dann intern auch auswerten können und auch an weitere Interessierte noch weitergeben können, die jetzt hier heute leider keine Zeit haben. Insofern, wenn Sie jetzt was sagen, dann werden Sie dabei aufgezeichnet. Das als Hinweis noch. Und damit würde ich dann sozusagen ja die Runde freigeben, wenn jetzt sozusagen Fragen oder auch Anmerkungen, Hinweise bestehen, dann melden Sie sich bitte und ja, Feuer frei, sage ich mal. Sehe ich jetzt erstmal noch nicht. Ich hätte tatsächlich auch eine Frage, vielleicht können wir damit erstmal. Es gab eine Meldung? Ja, bitte, dann bitteschön. Schon ein, oh, Entschuldigung. Ich wollte schon darauf eingehen, einfach auf dieses, auf das Thema, dass oft nicht wirklich bewusst ist, was ist Gewalt und dass offensichtlich die Schnittstelle fehlt zur Vermittlung zwischen Gewaltschutz bzw. Gewaltprävention und den Einrichtungen selber. Und da denke ich, also dass das ins Gesetz gehört, ja, aber man muss ja auch das Gesetz füllen können. Ne? Man muss ja, kann ja da auch nicht irgendwie alles reinschreiben, was man nachher nicht garantieren kann. Aber auch da denke ich, gibt es doch im Land Berlin auf jeden Fall große Mittel. Es sind ja irgendwie mehrere Millionen für die nächsten 2 Jahre eingestellt worden. Zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Und das, denke ich, müsste man irgendwie ein bisschen vorantreiben, ne? Also parallel zur Gesetzgebung. Ja, Annette Helbig, Kooperative Mensch. Wir sind eine große Organisation für Menschen mit komplexen Behinderung in Berlin in allen verschiedenen Wohnformen. Wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, ein Gewaltschutzkonzept nicht nur zu entwickeln, sondern auch umzusetzen. Aber ich möchte daran anknüpfen, was Sie gesagt haben. Man hat es dann beschrieben und wenn es dann in die Umsetzung geht, wo soll ich die Zeit
wieder hernehmen. Eine Gewaltschutzkoordinatorin ist bereit, steht in den habe ich jetzt 5 Stunden irgendwie abgeknapst. Sie bräuchte aber, also was wir bräuchten, wären 2x1/2 Stelle, um wirklich das sinnvoll zu gestalten. Also ich spreche von 450, wir sagen Assistenznehmenden, die bei uns in verschiedenen Wohnformen, WG, besondere Wohnform oder in ihren eigenen Wohnungen leben. Also das wäre wichtig. Und all die genannten Punkte, wir haben uns auch von der Mutstelle in dem Prozess mit beraten lassen. Also es war ein ganz sehr guter Prozess und sind jetzt genau dabei. Also vieles war für mich gut, weil das haben wir berücksichtigt an den Punkten, die Sie gesagt haben, auch im Konzept. Und jetzt würden wir sehr gerne, unsere Idee war, so Tandems zu gestalten aus Mitarbeitenden und Bewohnenden, also für alle Wohnformen, also um Ihren Hinweis mit aufzugreifen, auch fürs betreute Einzelwohnen. Und das fällt immer so hinten runter, ja, weil das Wohnteilhabegesetz nicht fürs BEW, also wir haben da keine Beiräte, keine Interessenvertretung, keine Frauenbeauftragten sowieso nicht, aber auch müssten auch keinen Gewaltschutz machen. Also das ist da alles immer so freiwillig. Klar fällt da ein Stück weit die strukturelle Gewalt weg, aber das Machtgefälle, wie Sie es gesagt haben, ist ja genauso groß. Also ich frage mich, ich habe jetzt einen Aktion-Mensch-Antrag gestellt, um sozusagen das durchzusetzen. Da wurde mir als erstes gesagt, jetzt müssen Sie erstmal alles, was Sie geschrieben haben, zur Entwicklung des Gewaltschutzkonzeptes wieder rausnehmen, weil das ist eine gesetzliche Forderung und das müssen Sie sowieso machen. Ja, aber das kostet auch Zeit. Ne? Das kostet Zeit, die ich immer dann aus der direkten Assistenz, weil woher haben wir es sonst? Ne? Also alle Zeit, die man in gute Fachkonzepte und die Umsetzung der Fachlichkeit setzen will, muss man wieder aus der direkten Assistenz wegklauen. Und das ist dann immer so ein Spagat. Also mir wäre es sehr wichtig, wie kommt man an die Gelder, um wirklich Partizipation, Mitwirkung und Gewaltschutz wirklich auch bei den Trägern zu leben. Ja? Also jetzt wirklich mit Leben zu füllen, so wie wir das machen wollen. Und ich möchte es sehr befürworten, dass das nicht immer nur so ein Ehrenamt ist, wo die Menschen irgendwie die Hand geschüttelt bekommen, sondern dass da wirklich auch eine Ehrenamtpauschale, auch eine Übungsleiterpauschale, ja, das nehme ich mit in den Aktion-Mensch-Antrag. Also ich schreibe den jetzt um, muss einen neuen Topf wählen, das wurde mir jetzt alles gesagt, Gewaltschutzentwicklung muss raus, aber alles, was für die Assistenznehmenden, so sagen wir, zu den Bewohnenden möglich ist, das versuche ich da unterzubringen. Ja, aber das sind immer Förderprojekte, die eine Anschubfinanzierung haben, nichts Dauerhaftes. Und wo soll es rein? Soll es in die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Senat? Ja, soll es in die individuelle, Bedarfserhebung nach dem TIP? Also das wären für mich Fragen. Man kann so vieles entwickeln, aber das meiste, woran es scheitert, ist die zur Verfügung stehende Zeit. Vielen Dank. Mein Name ist Franziska Grimm. Ich bin Fachanwältin für Strafrecht hier in Berlin und ich vertrete relativ viele Menschen mit Behinderungen. Ich arbeite auch teilweise mit der Mutstelle zusammen und ich habe schon Frauenbeauftragte für Werkstätten geschult in Berlin und Brandenburg seit vielen Jahren. Und meine Erfahrung, ich will 3 Punkte nennen. Diese Rückkopplung, kann man die vielleicht rausnehmen? Ja, danke. Zur Schulung von den Fachkräften wollte ich sagen, dass jährlich relativ wenig ist. Das reicht nur dann aus meiner Sicht, wenn man bei der Einstellung einen verbindlichen Kurs macht. Weil wir haben da in meiner Erfahrung viel Fluktuation. Wir haben viele junge Fachkräfte, die wenig Stunden haben in Wohneinrichtungen teilweise. Und das sind gleichzeitig die Personen, die oft dann als erstes als Ansprechperson fungieren, wenn jemand sagt, mir ist gerade was passiert. Dann kommt die Person zu der Person, wo sie gerade Vertrauen hat und die gerade greifbar ist. Und wir haben da das eine Problem, dass wenn die Person nicht genau weiß, was zu tun ist, die Person nicht gut beraten wird, nicht gut betreut wird, nicht zurück in die Sicherheit kommt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir, das ist wirklich schlecht. Ich glaube nicht, dass es mein Handy ist, aber ich gucke ganz weg.
Das andere Problem ist, dass das Strafverfahren dann im Keim erstickt, wenn bei der Erstoffenbarung das nicht richtig dokumentiert wird und wenn suggestiv gefragt wird versehentlich von der Person, die gerade Dienst hat. Das heißt, wir schaden der Person, der was passiert ist, auf zweierlei Ebenen, wenn diese Schulung nicht oft passiert und jemand, also sich alle sicher fühlen. Das heißt, wir brauchen da mehr als einmal jährlich pro Schulung aus meiner Sicht, außer es gibt bei der Einstellung auf jeden Fall immer einen guten Kurs. Dann wollte ich fragen, wie das aussieht mit Männerbeauftragten. Nicht, weil ich jetzt vom Thema ablenken möchte oder weil ich das irgendwie blöd finde, dass es nur Frauenbeauftragte gibt, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade in Werkstätten, wo es Männerbeauftragten gibt, eine höhere Akzeptanz auch für Frauenbeauftragte besteht, weil Männerbeauftragte möglicherweise Täterarbeit machen können, was wichtig ist, weil wir brauchen nicht nur eine Frauenbeauftragte, die sich um die verletzten Frauen kümmert, sondern es geht da auch darum zu gucken, warum gibt es eine gewaltausübende Person, was braucht die gewaltausübende Person und wie kann man vielleicht auch auf die Einfluss nehmen, damit die Gewalt aufhört. Da haben wir oft Lücken. Und ich habe oft, ich vertrete viele Männer auch in Einrichtungen, Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, die Verletzte sind von sexualisierter Gewalt, die keine geeignete Ansprechperson haben. Und wenn wir jetzt das Gesetz anpassen, könnte man ja versuchen, das auch noch hineinzuverhandeln. Der letzte wichtige Punkt für mich ist, dass wir gucken müssen, dass wir eine räumliche Trennung erreichen können, niedrigschwellig innerhalb der Einrichtung. Das ist wahnsinnig prekär im Moment, das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe einen Mann, der ist jetzt 2 Jahre in der Einrichtung. Die Einrichtung schafft es nicht, den Täter zu kündigen. Er hat sich juristisch dagegen gewehrt. Beispielsweise, ich habe mehrere solcher Fälle, wo Personen weiterhin gezwungen sind, Tür an Tür zusammen zu wohnen. Das hat so viele Auswirkungen, dass beispielsweise auch Therapien abgelehnt werden mit der Begründung, solange da noch Täterkontakt besteht, macht das gar keinen Sinn. Und wir brauchen da im Gesetz eine Handhabe, dass da sofort Opferschutz passiert und eine räumliche Trennung passieren kann. Danke. Wenn es in Ordnung ist, würden wir noch eine Wortmeldung machen, dann hätten Sie erstmal die Gelegenheit, darauf zu reagieren und zu antworten. Dann bitteschön. Ja, vielen Dank an meine Vorrednerin. Ich wollte gerne nur einen Punkt ergänzen. Also mein Name ist Christine Fischer von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, von der Koordinierung. Ich bin also im Themenfeld häuslicher Gewalt unterwegs, Gewalt gegen Frauen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass bei der Frage von Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen, gerade in Wohnformen, dass wir hier halt eben auch von verschiedenen Gewaltformen sprechen. Und von daher auch nochmal danke für den Hinweis an die BEWs. Und die räumliche Trennung würde ich eben nicht nur darauf beziehen, wenn eben es um MitarbeiterInnen geht, sondern auch bei dem Themenkomplex der häuslichen Gewalt, der Gewalt in Paarbeziehungen. Und da haben wir auch die Frage, wie lassen sich zum Beispiel Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz auf Zuweisung der Wohnung auch in Wohneinrichtungen umsetzen? Oder eine polizeiliche Wegweisung ist nicht möglich. Und ich weiß, dass es innerhalb der Lebenshilfe dazu auch schon Überlegungen gab, inwieweit es Ausweichwohnungen geben kann für Täter. Das ist sicherlich alles auch mit Kosten verbunden und so. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Teil, den wir im Rahmen von Gewaltschutz unbedingt mitdenken sollten. Danke. Fühlt sich jemand von Ihnen direkt so angesprochen, dass Sie darauf antworten möchten? Oder dann bitte. Ja. So. Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist es das Thema Assistenzen, also die Verankerung dieser Beteiligungsgremium und deren Stärkung, die kann nur einhergehen auch mit diesem Anspruch auf feste Assistenz. Die Gremien, die sind da so ein bisschen auch der Willkür einiger Träger gerade ausgeliefert, sowohl jetzt, dass es keine festen Ansprechpartner sind, als auch wie viel an Kapazitäten werden uns zugewiesen. Das hat natürlich auch Ursachen, gerade weil es wenig Personal gibt, dann fallen so eine Sachen halt schnell hinten über. Das wäre das eine. Die Anerkennungskultur, Sitzungsentgelte wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, auch das ist nicht die alleinige Möglichkeit. Also schon alleine, dass es eine generell gelebte Anerkennungskultur im Träger gibt, dass das Gefühl vermittelt wird, es ist für uns elementar wichtig, ohne die Beteiligung dieses Gremiums treffen wir keine eigene Entscheidung.
Das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Form der Anerkennung, jetzt außer eine finanzielle Form, die man sicherlich auf jeden Fall mitdenken könnte. Aber auch das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also uns wird halt immer wieder berichtet, dass es da auch eine hohe Frustrationserfahrung gibt, wenn man das Gefühl hat, irgendwie nicht gehört zu werden, ne? Oder nur so pro forma angehört zu werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die jährlichen Schulungen, ja, wir haben das halt jährlich gemacht, weil das sind ja gesetzliche Mindestvoraussetzungen und wie gesagt, die Belastung im System. Ich gebe Ihnen aber auf jeden Fall recht, dass man da gucken könnte, inwiefern das vielleicht auch bei Einstellungen ein Kriterium ist, ähnlich wie ja auch dort Führungszeugnisse und so weiter abgefragt werden. Ne? Genau, ich glaube, das reicht erstmal. Achso, die Männerbeauftragten, ja. Also man kann natürlich für alles Beauftragte schaffen, auch da muss man natürlich so ein bisschen die Ressourcen sehen. Ich verstehe aber den Ansatz, ich glaube, dass die generell Präventivbeauftragte wahrscheinlich die Lösung werden, ne? die verschiedene Ansätze und Aspekte einfach verfolgen und halte aber trotzdem die Frauenbeauftragten daneben nochmal, weil es halt einfach spezielle Belange auch von Frauen gibt, auch noch unabhängig von Gewalt, trotzdem für notwendig. Ja, danke. Gibt es darüber hinaus noch Wortmeldungen oder vielleicht auch online? Wir haben ja auch online einige zugeschaltet. Gab es dort noch Fragen oder Anmerkungen? Okay, und jetzt im Publikum ansonsten? Bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich bin auch in einem Träger, allerdings nicht von Wohnform, sondern tatsächlich von der Werkstatt. Wir haben natürlich deutlich mehr Erfahrung mit den Gewaltschutzkonzepten, weil die bei uns ja schon weitgehend eingeführt sind und umgesetzt werden und bei uns ja auch Assistenzkräfte für die Gremienarbeit auch finanziert werden, was wirklich eine große Wohltat ist. Also der Werkstattrat und auch die Frauenbeauftragten können einfach viel besser handeln durch die Finanzierung einer Fachkraft, die denen dauerhaft zur Verfügung steht. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch aus Sicht der Träger ganz wichtig. Ich bin aber jetzt hier sozusagen von Verdi auch berufen worden und wollte dahingehend nochmal sagen, dass sozusagen auch die Mitbestimmung der Werkstatträte, klar, aber der Bewohnerräte sozusagen bei Disziplinarmaßnahmen für Mitarbeiter, wenn es da zu Gewalt kommt, dass das auf jeden Fall gesetzlich auch geregelt sein muss und dass da im genau umgekehrten Fall der Betriebsrat halt auch natürlich, wird ja sowieso schon gehört, dass das wichtig ist aus Sicht der Gewerkschaft, dass das nicht vergessen wird. In beide Richtungen zu denken, ne? Weil klar, Gewalt passiert überall in alle Richtungen. Danke. Ja, okay. Dann habe ich vielleicht direkt auch noch eine Frage zu den Mitgestaltungskonzepten, die ja eben nicht verpflichtend sind. Inwieweit ist das eine sinnvolle Maßnahme, die grundsätzlich verpflichtend zu machen und dann möglicherweise sozusagen eine Ausnahmeregelung, eine begründete zu schaffen, wenn es eben keine geben soll? Und wenn ich die Verordnung jetzt richtig gelesen habe oder richtig verstanden habe, dann ist es dort ja so, dass dort eben der Bewohnerbeirat abgewählt werden kann, aber das ist nicht zwangsläufig so, sondern es könnte ja auch dann gegebenenfalls eben ein Mitgestaltungskonzept und einen Bewohnerbeirat geben und ja, wäre das dann nicht eigentlich eine sinnvolle Lösung? Ganz kurz, tatsächlich war mein Impuls zu sagen, dass Mitgestaltungskonzepte absichern können, wenn sie gut gesetzlich verankert sind, dass alle Assistenznehmenden, also alle Bewohnerinnen und Bewohner beteiligt werden, also so basisdemokratischer als ein Beirat, als Vertretungsgremium, sodass natürlich interessant ist, darüber weiter nachzudenken, welche Rolle können die haben, können die vielleicht Beteiligung besser und breiter
gewährleisten als ein Beirat, der ja nur vertritt und wo wir eben auch gehört haben, ich habe es gesagt, es müssen ja nur 3 Personen im Beirat sein bei einer Einrichtung von 100 Personen. Und das, mir fehlt aber, und da vielleicht wissen Sie da mehr, mir fehlt eben die Erfahrung in der Praxis, wo sind solche Mitgestaltungskonzepte schon erprobt? Warum will der Gesetzgeber das, warum plant der Gesetzgeber das mit hier reinzunehmen, aber es relativ wenig ausgestaltet zu lassen? Da müsste man definitiv nochmal drüber nachdenken und sprechen. Aus unserer Sicht, sag ich mal, aus der Peer-Ebene heraus, ist es eigentlich immer zu befürworten, dass die Menschen, um die es da eigentlich geht, selber praktisch in diese Rolle gebracht werden und dass dort also alles getan werden muss und nicht ersatzweise Dinge noch installiert werden. Ich finde es nicht gut, weil also dort Ersatzgremien zu bilden, natürlich manchmal ist es schwierig, das zu tun, gerade wenn ein Mensch mit sehr hohem Unterstützungsbedarf sozusagen dort auch in irgendeiner Form in so einem Gremium gewählt werden müssen, weil es eben die Rahmenbedingungen so sind. Ich kenne Heim Fürsprecher, die das sehr gut gemacht haben. Es gibt ja schon einige Dinge, die dann da greifen können und finde aber so Ersatzgremien oder eben erweiterte Gremien immer auch so einen Hang dazu. Das könnte man sozusagen ja dann das eine dem anderen sozusagen bevorzugen aus Trägersicht. Und also dieses Partizipationsthema der Menschen, um die es da eigentlich geht, eben das zu stärken, das gilt es eigentlich für uns jederzeit umzusetzen, zu gucken, wie muss das gehen, wie kann es gehen, wie kann es implementiert werden, dass eben Mitwirkung dort gelebt wird und es geht eben darum, eben Mitwirkung zu generieren und dem nicht auszuschließen. Ja, bitte. Ja, ich würde nochmal im Namen der Menschen mit wirklich schwerst mehrfachen Beeinträchtigungen bitten, dass man diese Barrieren des Zugangs, ja, also gerade Frauen, aber auch Männer mit schwerst mehrfachen Behinderungen, die sich nicht verbal ausdrücken können, sind meines Erachtens von Gewalt besonders stark betroffen. Die können nicht sagen, es war der Klaus oder es war, ne? Also die können einfach mal gar nicht verbal kommunizieren. Sie sind teilweise so komplex beeinträchtigt, dass sie sozusagen nicht mal mit Unterstützerkommunikation sich äußern können, sondern wo nur durch Beobachtung ihre Bedürfnisse und Wünsche herausbekommen werden. Und die werden sehr häufig vergessen. Ja, sie werden sehr häufig vergessen und auch diese Menschen also auch für diese Menschen bedarf es Partizipation, Beiräte und so weiter. Dann versuchen wir natürlich, das zu mischen, aber da können manche, sage ich jetzt mal, nicht so aktiv für die Rechte auch noch von anderen einstehen. Ja, also das klingt immer so ganz schön. Also wie kann man auch im Rahmen von Digitalisierung überhaupt die Menschen erreichen? Das fände ich wichtig mitzudenken. Weil egal, ob man jetzt eine Beschwerdestelle oder einen Gewaltschutz implementiert, sehr häufig ist es die Frage, auch wenn man dann entsprechende Ansprechpartner hat, die sich dann bekannt machen, aber wie kommt man außer diesen etwas veralteten Kummerkasten, der dann in den Einrichtungen meist leer herumhängt, ja, also wie kommt man sozusagen dazu, dass, wie kann die Kommunikation ermöglicht werden? Wir haben alle, nicht nur die Lebenshilfe, wir haben alle dezentral möglichst kleine Einrichtungen und nicht mehr, wie Sie richtig sagen, 150 in einem Haus. Das ist glücklicherweise vorbei. Wir haben auch teilweise sogar besondere Wohnformen mit glücklicherweise nur 6 Plätzen. Hier mal eine kritische Äußerung, dass das Wohnteilhabegesetz diese Einrichtungen nicht mehr, sondern erst ab 10 Plätzen, ja, finde ich einen völligen Rückschritt, weil auch Menschen mit komplexen Einrichtungen sollten das Recht haben, nicht in 10 Gruppen, also in Gruppen mit 10 Menschen plus leben zu müssen, sondern möglichst auch gerade in kleinen Gruppen. Und ich fand es ganz interessant, also wir machen das so, dass wir erst schulen, das Konzept schulen und dann 2-mal im Jahr Reflexionsgespräche in den Teams führen. Das finde ich einen ganz guten Ansatz.
Und zwar bilden wir Patinnen, dass Einrichtungsleitungen aus der Einrichtung beispielsweise in Karow dann zuständig sind für die in Kreuzberg, die sich gar nicht kennen. Ja, so befassen sich auch alle Führungskräfte bei uns mit dem Konzept, weil sie so und gehen immer in andere Einrichtungen. Also kann ich nur empfehlen, das ist ein sehr schönes Miteinander, wo sich alle Führungskräfte und Fachdienste mit dem Konzept wirklich auseinandersetzen und alle Mitarbeitenden dann sozusagen in Reflexionsgesprächen dann auch die Chance haben, sich da mit auseinanderzusetzen. Ich fand es ganz interessant, dass auch die Rückmeldung kam, weil hier geht es ja um Gewaltschutz von den Assistenznehmenden, aber auch die Mitarbeitenden, und das kam sehr häufig in diesen ersten Schulungen, erleben Gewalt, und zwar massiv. Ja? Und die Menschen mit neben den schwersten Behinderungen, neben die Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen, die auch zwangsmäßig dann, das ist die strukturelle Gewalt, ne, in den Einrichtungen leben. Also da kann man natürlich durch einen Kaffee trinken und ein Probewohnen irgendwie versuchen, ob es passt. Aber wenn wir ehrlich sind, sind es tatsächliche Zwangsgemeinschaften, die sich in den besonderen Wohnformen zusammentun. Und hier gibt es viele Auffälligkeiten und auch Gewalt unter den Assistenten, das ist die nächste Ebene, und Gewalt auch gegenüber den Mitarbeitenden. Ne? Also diese drei, also uns war nochmal ganz klar, und man kriegt nicht alles in einem Konzept verwurstet. Man braucht auch ein Gewaltschutzkonzept dann für die Mitarbeitenden. Und man braucht, muss, ich glaube, Sie hatten gesagt, dass unter den Assistenznehmenden vielleicht mit in das Gewaltschutzkonzept, aber es ist wirklich sehr vielschichtig. Gewaltschutz. Und ich finde auch mit den Tätern, also wir hatten jetzt so einen Fall, wir haben den sofort freigestellt, aber ich hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil auch falsch beschuldigte Täterinnen, finde ich auch ein schwieriges Thema, zumindest, dass wir das immer wieder im Kopf haben, wenn jemand erstmal als Täter, der dann am Ende doch nicht der Täter war, vorverurteilt wurde, und gerade bei unserer Klientel ist es, wie gesagt, nicht so leicht herauszukriegen. Und wir hatten Erfahrungen, also die damalige Polizei und was war das, da Landeskriminalamt oder wer ist da zuständig, wer auch immer, die, das ist so schleppend. Ja? Und dann kriegt man noch so gesagt, ach ja, Sie glauben doch nicht, hier von 10 Leuten laufen auf jeden Fall mindestens 9 Straftäter weiter hier rum, da wird fast keiner verurteilt, weil die waren, also wir haben den freigestellt und ehe der überhaupt mal befragt wurde, sind Wochen verstrichen. Ja. Also wenn man da nicht als Träger agiert und damit übernimmt man die Verantwortung, dass man eventuell auch einen Nichtschuldigen vorverurteilt. Ja. Und das ist, also ich merkte nur, dass da immer so bei mir beides in meinem, also auch das muss für einen Menschen, glaube ich, ziemlich furchtbar sein, als Gewalttäter irgendwie verurteilt zu sein, ohne möglicherweise je Gewalt ausgeübt zu haben. Ja. Dann hier vorne nochmal, bitte. Ja, also das ist, was ich arbeite auch mit Menschen mit komplexen Behinderungen in meiner Arbeit. Und was mir bei sozusagen diesem Konzept und den Auftragen des Beirates sozusagen noch auffällt oder so ist, es gibt zwar die Informationen ausgehängt, aber vielleicht wäre es gesetzlich noch zu verankern, dass es Informationen an das soziale Netzwerk, also dass dieser Fürsprecher, der Bewohnerrat oder auch die Frauenbeauftragten, Infoveranstaltungen für die Angehörigen der Bewohnenden macht. Das wäre so das eine. Und das andere, was mir so kommt, wäre dann wiederum der Mitarbeiterschutz, dass es vielleicht, wenn es Mitarbeiter gibt, die Gewalt beobachtet haben und dann sozusagen aktiv werden im Assistenzfall, dass die auch geschützt werden gegen die Einrichtung. Ich meine, es gibt das Hinweisgeberschutzgesetz, das würde wahrscheinlich da treffen, aber vielleicht ist das in diesem Fall auch nochmal weiter gesetzlich zu kodifizieren oder in der Verordnung zu regeln. Okay, da würde ich an der Stelle auch nochmal die Gelegenheit nutzen, eine Frage zu stellen. Und zwar ist es, glaube ich, jetzt in der Verordnung so, dass der Bewohnerbeirat, dass dort eine Quote ist, in dem Sinne, dass mindestens die Hälfte der Personen, die dort drin sind, eben auch Bewohner der Einrichtung sein sollen. Da vielleicht auch mal die Frage an Sie alle, die sozusagen auch aus der Praxis kommen, wie ist da überhaupt aktuell
die Besetzung so üblich? Wie setzt sich das zusammen zwischen Angehörigen und Personen, die dort auch tatsächlich wohnhaft sind? Und würde es vielleicht auch Sinn machen, die Quote gegebenenfalls sozusagen noch auch zu erhöhen, in dem Sinne die Mitbestimmung der Menschen von sich selbst tatsächlich auch zu erhöhen und dann gegebenenfalls dort eben auch wieder eine Ausnahmeregelung zu schaffen, halt, wenn es halt begründete Fälle gibt, die Quote abzusenken, dass man dann das auch tun kann. Und vielleicht daran anschließend hat, glaube ich, meine Kollegin Frau Breitenstein auch noch einige Fragen. Bitte. Nee, genau. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Elke sich gemeldet hat und auch noch Martina Damaschke, Frauenbeauftragte, auch noch was kurz sagen wollten. Also vielleicht erst mal, ich weiß nicht, ob ihr es erst mal beantworten wollt oder ob ihr noch weiter sammelt. Noch sammeln? Gut, Elke und dann Martina. Okay, ich habe tatsächlich noch mal eine kurze Frage. Und zwar geht es dann noch mal um die Gewaltschutzkonzepte. Welche Erfahrungen gibt es da, was die Kontrolle angeht? Also wer ist jetzt eigentlich vernünftig? Irgendwelche, also vorhin wurde das ja schon mal gesagt, dass man Kriterien braucht, dass man die ganzen Behörden schulen muss. Das dauert ja 100.000 Jahre, um mal ganz ehrlich zu sein. Deshalb auch mal meine Frage an die anderen Bundesländer, wie das da gehandhabt wird. Ich kenne das aus dem Flüchtlingsbereich, wo auch irgendwann mal vorgeschrieben wurde, dass es Gewaltschutzkonzepte geben muss in den Einrichtungen. Die wurden dann auch kontrolliert. Da gab es dann aber auch eine enge Zusammenarbeit mit der Lise-Salomon-Hochschule und auch anderen. Und die Frage wäre denn in dem Zusammenhang auch nochmal, wie da eine Zusammenarbeit stattfinden könnte, mit Dritten möglicherweise auch. Also das wäre denn die Frage, könnte Nueva, die ja mit solchen Sachen Erfahrungen haben, da auch mit einbezogen. Das war meine kurze Frage. Martina, du müsstest dich selbst genau aktiv anschalten oder was sagen. Wenn ich mal eben darauf kurz antworten dürfte. Also bei uns, ich bin Frauenbeauftragte aus der Werkstatt, aus Bremerhaven. Und da haben wir ein Gewaltschutzkonzept erarbeitet. Da ist die Frauenbeauftragte, der Werkstattrat, der Bewohnerbeirat und alle wichtigen Menschen, die irgendwas zu sagen haben, sind da zusammengerufen worden und jeder durfte sich mit einbringen und seine Sicht oder seine Meinung dazu sagen, was sie meint oder was er meint, was da noch fehlt. Also aus Sicht der Frauenbeauftragte, die hat natürlich einen anderen Blick als der vom Bewohnerbeirat. Und alle durften sich damit einbringen und hinterher ist es dann so zugeschnitten worden, dass alle damit zufrieden waren. Das konnte ich jetzt mal so zum Gewaltschutz sagen, was bei uns gemacht worden ist. Okay, vielen Dank. Dann würde ich das Wort nochmal an das Podium zur Beantwortung und zur Stellungnahme geben. Bitte schön. Frau Breitenbach, dann würde ich darauf gerne antworten, ganz kurz. Also Nueva könnte das machen, das müsste man natürlich als extra neues Tool mal überlegen, wie das gehen kann, weil wir ja nicht flächendeckend ganz Berlin befragen können. Also das heißt, wenn es Gewaltschutzkonzepte gibt oder beziehungsweise eine Abfrage gestaltet werden soll, dann müsste man die tatsächlich neu konzipieren und dann muss man sich zusammensetzen und das erstmal die Rahmenbedingungen da klären und die Strukturen schaffen dazu. Grundsätzlich können wir das natürlich und das geht auch relativ einfach. Das muss nicht immer nur aus einem Nutzer, also aus einem Interview heraus passieren, sondern wir können es auch sehr, sehr, also mit Online-Befragungen machen oder wie auch immer. Also es ginge alles und man müsste dazu nur ins Gespräch gehen, welches Setting das braucht, weil wir das so aufschnitten. Das ist ein sehr komplexes Verfahren, wie wir das die Fragen sozusagen herstellen und wem wir denn eigentlich befragen und so weiter. Sind es die Zielgruppen genau, die Nutzerinnen und Nutzer oder Einrichtungen per se? Das müsste man alles klären, aber das könnten wir auf jeden Fall tun. Das ist alles da, die Strukturen sind da. Ja.
Genau, ich habe ein bisschen gesammelt, deswegen würde ich das abarbeiten. Einmal nochmal zu diesem Aspekt der Vorverurteilung von Mitarbeitenden. Ist natürlich ein Problem, das gibt es einfach in der Praxis, aber grundsätzlich sehen wir hier den Opferschutz natürlich immer vorrangig. Ich glaube, das muss klar sein und das muss auch aus allen Regelungen, die man irgendwie dort in Erwägung zieht, immer dann hervorgehen. Ich glaube, wenn es zu solchen Falschbeschuldigungen kommt, kann das ja schon ein Teil des Problems sein in entsprechenden Konzepten, dass man sich also vielleicht auch überlegen muss, ich weiß, das ist ein Riesenproblem mit Personalmangel oder so, aber wie vermeidet man vielleicht auch Situationen, wo eine 1:1, also wo ausschließlich nur ein Betreuender und eine Betreuungsfachkraft irgendwie anwesend sind. Das ist immer ein ganz neuralgischer Punkt. Das hat man ja auch bei Fahrdiensten zum Beispiel, da hat man eine ähnliche Problematik, wo es einfach natürlich ein Feld geben kann, wo es zu Situationen kommt, die es A, Tätern leicht macht und B, aber auch letzten Endes niemand dabei ist, der dann gegebenenfalls auch andere Situationen vielleicht anders deuten könnte. Die Quote in den Bewohnerbeiräten, ja, da ist natürlich das Problem, dass wir aus der Trägerperspektive immer gespiegelt bekommen, schwierig halt überhaupt Leute zu finden. Und ich glaube, das hat natürlich ganz viel auch mit der Zusammensetzung der Bewohnerschaft zu tun. Also wenn wir dort auch von Menschen mit hohen und komplexen Unterstützungsbedarf sprechen, wird es sehr viel herausfordernder sein, da die Quote weiter zu erhöhen. Ich glaube, den Ansatz hier generell in so eine breitflächige, basisdemokratische Mitbestimmung überzugehen, ist ein total interessanter Ansatz, aber muss man dann halt einfach auch nochmal neu denken. Es wird wahrscheinlich auch gerade jetzt nicht von gleich und sofort in allen Settings möglich sein, jetzt diese vertretenen Gremien komplett abzuschaffen. Trotzdem finde ich den Ansatz aber sehr gut. Zu der Frage, wer kontrolliert die Gewaltschutzkonzepte? Wir sehen da in der Heimaufsicht tatsächlich große Lücken. Also es ist uns gespiegelt worden, dass dort jeder Mitarbeiter mehr oder weniger zum Thema Gewalt Bescheid weiß. Das ist ja erstmal grundsätzlich richtig. Das sollte ja auch so sein, weil die sind ja im Zweifelsfall vor Ort und können ja nur Gewalt erkennen, wenn sie da auch eine entsprechende Fachlichkeit mitbringen. Trotzdem denken wir, macht es Sinn, dass man dort innerhalb dieser Aufsichtsbehörde auch nochmal Sonderzuständigkeiten schafft für nochmal besser geschulte einzelne Mitarbeitenden, die dann so als Expertinnen intern auftreten können für ihre Kolleginnen dort. Und gleichzeitig aber auch diese Vernetzungsfunktion, die, glaube ich, die Heimaufsicht dringend nötig hätte, zu externen Fachberatungsstellen oder halt auch zu Ordnungsbehörden. Also dass es dort verbindliche Ansprechpartner gibt innerhalb dieser Heimaufsicht, die nochmal eine herausgehobene Fachlichkeit an dieser Stelle mitbringen. Ich glaube, damit könnte man am schnellsten dieses Problem mangelnde Fachlichkeit in dem Bezug in der Heimaufsicht erstmal lösen. Und in weiteren Schritten, klar, sollte man dann gucken, wie kann man generell dazu übergehen, dass diese Konzepte auch vielleicht unabhängig von der Aufsichtsbehörde noch generell besser kontrolliert werden können. Ja. Frau Schlegel, haben Sie auch noch? Ja, ich würde gern zu der Kontrollfrage noch mal was sagen. Also es gibt ja zwei Wege, in denen Gewaltschutzkonzepte in Einrichtungen, Dienstleistende Einrichtungshilfe geprüft werden. Einerseits ist es eben die Heimaufsicht, über die wir sprechen, die ja in die Aufsichtsbehörde laut WTG in Berlin ist, wo ich genauso wie meine Vorrednerin eben auch sehe, dass das da große Lücken noch gibt in den Kenntnisständen. Wie prüft man das überhaupt gut? Zumal ich glaube, die WTG-Behörde tatsächlich auch das Problem hat, dass ein Erfahrungsaufwuchs passieren muss in Bezug auf eine Gewaltschutzvorkehrung im WTG, die eben einfach sehr spärlich ist. Da steht einfach eine Konzeption zur Vermeidung von Gewalt oder auch von freiheitsentziehenden Maßnahmen. Das betrifft ja auch vor allen Dingen den Bereich von Personen mit besonders herausforderndem Verhalten, die davon betroffen sind. Und die Chance aber ist ja in einem Stadtstaat wie Berlin, dass die Aufsichtsbehörde relativ in einer Hand liegt oder dass die Schulung oder die Qualifizierung der Aufsichtsbehörde einfacher von der Hand geht als in einem Flächenstaat wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, wo 40 bis 50 kommunale Stellen damit beauftragt sind. Also diese Chance sollte man in Berlin schon nicht von der Hand weisen, wenn man über eine Qualifizierung der Aufsichtsbehörde spricht. Das müsste in Berlin gelingen, wenn man das von Senatsseite auch als Fachaufsicht möchte, dass die Stellen das leisten können.
Und es gibt ja gute Vorbilder, zum Beispiel in Brandenburg ist es so, dass die Aufsichtsbehörde sehr stark auf einem beratungsorientierten Ansatz arbeitet. Die kommt quasi nicht als ordnungsrechtliche Behörde ins Haus und droht irgendwie mit ihren ordnungsrechtlichen Befugnissen sozusagen, sondern die geht ins Gespräch mit den Einrichtungen und Dienstleistungen, hat Eckpunktepapiere zum Gewaltschutz ganz früh schon veröffentlicht, die sie einfach als Arbeitshilfen an die Hand gegeben hat in der Entwicklung und mit den Einrichtungsleitungen gesprochen und auch versucht, Netzwerke zu bilden oder zu unterstützen. Also man kann auch so einen beratungsorientierten Ansatz als Aufsichtsbehörde, um das zu befördern sozusagen oder zu fragen, was braucht ihr als Einrichtung? Also man muss nicht immer mit dem ordnungsrechtlichen Schwert kommen. Und das ist die erste Kontrollebene. Das zweite ist ja, dass wir noch den bundesgesetzlichen, die Regelung haben im 37a SGB 9. Paragraph 37a SGB 9 ist, im Bundesgesetz sagt ja, jede Einrichtung und Dienstleistung, also auch Ambulante, müssen Gewaltschutzmaßnahmen treffen. Haben wir eben schon gehört. Weiß nicht, wer es gesagt hat. Im ersten Absatz und im Absatz 2 von Paragraph 37a SGB 9 steht, dass die Eingliederungshilfeträger, also die diese Einrichtung Dienstleistung finanzieren letztendlich, die Ämter, dass die darauf hinwirken müssen, dass die Gewaltschutzmaßnahmen auch getroffen werden. Also wir haben die Hinwirkungspflicht der Eingliederungshilfeträger. Und das wird in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich engagiert wahrgenommen, auch von den verschiedenen Stellen. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir den Landschaftsverband Rheinland. Also da gibt es zwei übergeordnete Sozialhilfeträger in Westfalen und im Rheinland. Und der im Rheinland macht das zum Beispiel sehr, sehr transparent und sehr engagiert. Der hat in allen Einrichtungen abgefragt, habt ihr schon Konzepte hat die ausgewertet und bearbeitet die und so weiter. Und das ist im Grunde ja auch nochmal was eine Form von Kontrolle ist. Also da gibt es einen gesetzlichen Hinwirkungsauftrag von den Stellen, die behördlich, die das finanzieren, zu kontrollieren, ob wirklich auch eine Einrichtung, die man finanziert, tatsächlich diese Gewaltschutzarbeit macht. Und auch das müsste man in Berlin eben aktiv jetzt gestalten und das dahinterher sein, dass das aktiv gestaltet wird und positiv ausgestaltet wird, diese Aufgabe. Und dann haben wir schon zwei Einwirkungsmöglichkeiten, die im besten Fall ja auch kooperativ passieren und nicht sehr, sehr zwangsbehaftet. Und ich denke, das ist schon sehr viel. Wenn man jetzt Nueva noch dazu nimmt, ich finde, Nueva ist unheimlich gutes Tool und unheimlich gute Arbeit, die gemacht wird, aber kann ja eine behördliche Aufsicht jetzt auch gar nicht ersetzen und will es ja auch gar nicht und kann auch nicht die Hinwirkungspflicht der Sozialhilfeträger nach 37a SGB 9 Absatz 2 ersetzen und möchte das auch nicht. Das heißt, die Frage wäre, welche Rolle hätte Nueva noch in diesem Zweiklang, der schon da ist. Das müsste man sich eben auch überlegen. Franziska? Ja, ich habe noch mal eine Frage an Annika aus Huskamp aus Bremen. Also bei uns ist es ja jetzt so in der Mitwirkungsverordnung, dass es eine Ungleichbehandlung, nämlich in dem Punkt gibt, wo es die Aufwandsentschädigung gibt. Also ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber das steht ja genau da drin, dass die Bewohnerbeiräte keine Aufwandsentschädigung bekommen, aber die Zu- und Angehörigen schon. Und das erstmal, also das finde ich ungerecht, ne? Also das ist ganz offensichtlich auf der Hand, das muss geändert werden und das muss anrechnungsfrei geändert werden. Und jetzt die Frage nach Bremen an dich, Annika, ob wie ihr da, also ob du weißt, wie das bei euch ist und ob du was bekommst. Wie bitte? Okay, ja. Ich mach mal so. Ich wurde darum gebeten, Frau Huskamp zu unterstützen. Bekommst du Geld dafür, dass du Frauenbeauftragte bist? Nein. Gar nichts. Wir machen es ehrenamtlich. Ja, genau. Wenn du Glück hast, musst du keinen Urlaub nehmen, wenn du Richtig. Eine Veranstaltung hast, sondern wirst freigestellt, weil deine Werkstatt so freundlich ist, das zu tun. Genau. Aber auch da gibt es kein Recht darauf. Ne? Aber wisst ihr, ob die Bewohnerbeiräte bei euch also Aufwandsentschädigung bekommen, wenn sie arbeiten? Auch nicht. Nein. Aber Nein. Wisst ihr, ob die Zu- und Angehörigen, die ihn vertreten, Geld bekommen? Wisst ihr das? Also bei uns gibt es keine Sprecher oder irgendwas in der Art. Also nicht bei der Lebenshilfe Bremen.
Also ich bin Unterstützerin vom Bewohnerinnenbeirat und das sind nur Bewohner, Bewohnerinnen. Sehr gut, das führt mich nämlich gleich zur nächsten Frage. Ich glaube, die hat Dirk auch schon gestellt, aber die wurde nicht so ganz, die ist ein bisschen untergegangen in dem in der Runde hier. Es ist ja bei uns so geregelt, dass durch einen kleinen Satz, der da lautet, die Zahl der gewählten Personen, die Bewohnende der Einrichtung sind, soll die Zahl der gewählten Personen, die nicht Bewohnenden sind, übersteigen. Also das bedeutet sozusagen, es soll gerade noch so genügend Bewohner real im Gremium sein, als Leute, die Zu- und Angehörige sind. Das hat natürlich uns auch die Frage gestellt, ob wir es nicht andersrum drehen. Also vielleicht, das klingt ja so ein bisschen wie bei euch. Ihr habt mehr Bewohnende selbst und nur im Ausnahmefall, wenn Leute wirklich Assistenz brauchen, erst dann kommt Zu- und Angehörige. Also wenn ihr da vielleicht noch mal was sagen könnt. Also bei uns hat es die ganze Zeit bisher noch keinen Fürsprecher oder Fürsprecherin gegeben im Bewohnerinnenbeirat, weil wir der Meinung sind, dass es eben die Nutzerin selber auch machen können mit der richtigen Unterstützung. Und gleichzeitig gibt es ja auch Gruppengespräche und wir haben Unterstützerinnen für Gruppengespräche, die auch Sachen weiter transportieren können. Und es gibt einen Angehörigenbeirat, der nebenher auch noch arbeitet, wobei die meistens nur noch sehr alte Angehörige sind, die da mit in dem Beirat tätig sind. Ja, aber genau, da gibt es verschiedene Gremien, die dann im Idealfall gut zusammenarbeiten. Und dann, die Bewohnerinnen können nicht alles immer umfassend besprechen und weiter transportieren. Aber wenn alle Gremien gut zusammenarbeiten, dann klappt das. Und von daher, es ist meines Erachtens sehr sinnvoll, wenn die Bewohnerinnen befähigt werden, das selber zu machen. Hast du noch was? Dann gibt es noch zwei Wortmeldungen aus dem Publikum, bitteschön, und dann danach Sie. Ja, also ich spreche ja wirklich für einen Träger der Menschen mit komplexen Behinderungen. Selbst wir haben so gut wie absolut keine Fürsprecher, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man zeitliche Ressourcen, ich wiederhole mich nur, für diejenigen, die die Beiräte unterstützen, zur Verfügung stellt, damit sozusagen sie in der Lage sind, die Rechte auch lernen zu vertreten. Also es ist wirklich ein Lernprozess, ja, sowohl angefangen von den Schulungen, ja, das ist alles nicht refinanziert, ne, bis hin zu, wie ich es jetzt bei Ihnen sehe, ne, einer Person, die sozusagen dafür möglicherweise freigestellt ist, woher soll ich das nehmen? Also das ist, ich weiß nicht, wer das sonst, wie das andere, vielleicht brauche ich da eine Nachhilfe oder so, wie man das finanziert. Aber das ist das Entscheidende und Sie müssen sich einfach mal bei uns vorstellen, da kommunizieren sehr viele Menschen mit Talkern. Ja? Das heißt, wenn wir miteinander sprechen würden, würde das, was wir hier miteinander sprechen, einfach ungefähr 10-mal so lange brauchen. Ne? Das sind wirkliche, und dann klappt das schon. Das sind teilweise gar nicht die kognitiven, sondern die körperlichen und sprachlichen Barrieren, die einfach zu mehr Zeit auch im Kommunikationsprozess führen. Und das ist wichtig zu berücksichtigen. Ja, aber selbst, also ich glaube, wenn es uns sogar gelingt, also es gab eine Fürsprecherin, ich finde es auch schwierig, weil das oft dann Angehörige sind und die Angehörigen nicht unbedingt, das ist ja auch nochmal ein Prozess, nicht unbedingt die Meinung der Menschen in den Einrichtungen selbst vertreten, sondern da nochmal eine ganz andere Meinung haben. Ja, genau. Ja, also ich habe mich eben gar nicht vorgestellt. Ich bin, mein Name ist Ulrike Hase, ich bin vom Netzwerk Behinderter Frauen. Und ich finde, das ist natürlich eine zentrale Frage, dass, okay, jetzt bei den schwer Mehrfachbehinderten, die sich nicht ausdrücken können, ist das vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber in der Regel sollte es doch wohl so sein, dass mehr BewohnerInnen sich selbst vertreten als die Angehörigen.
Ich möchte da noch mal auch auf, irgendwie neulich hatte ich eine Unterhaltung mit einer anderen Kollegin aus Bremen, die sagte, bei manchen Behinderten ist Menschen ist, sind die Angehörigen die Behinderung. Okay, an der Stelle ist die Zeit auch schon relativ weit vorangeschritten, deswegen möchte ich mich schon mal, es gibt noch eine Wortmeldung, können wir es vielleicht, und Franziska möchte auch noch, ja. Dann bitte schön einmal noch aus dem Publikum. So, ja, ich wollte mich einmal bedanken für alle spannende Themen, die angesprochen sind, ohne jetzt ein paar Dinge zu wiederholen, die ich besonders interessant fand. Ich hatte mir allerdings vorgenommen, um kurz die Gelegenheit zu nutzen, um unser Angebot zu bewerben. Wir arbeiten bei der inklusive Beratungsstelle von der Lebenshilfe. Wir haben in der Regel zu tun mit Menschen, die sich verbalisieren können, in einer für uns als Laien für diese Person verständliche Form. Allerdings bemerken wir im Alltag, dass ganz viele Leute gar nicht gut aufgeklärt sind über was sind denn eigentlich meine Rechte, und es finden uns relativ selten Nutzer und Nutzerinnen anlassbezogen. Da wird ein Schuh draus, wenn wir präventiv in Einrichtungen und Werkstätten fahren, weil es eine relativ einseitige Idee darüber gibt, was ist denn eigentlich Gewalt, und das sind meistens Dinge, die so in der Nähe von einer altmodischen Backpfeife sind. Ich habe eine eingeschränkte Zahl an Flyer dabei. Ich würde Sie allerdings sehr gerne einladen, die mitzunehmen und unser Angebot durchzulesen und sehr gerne auch uns einzuladen. Es ist ein kostenloses und trägerübergreifendes Angebot. Wir sind insgesamt zu vier. Das ist mein Kollege Herr Hahn. Ich bin Aaron Kiesch, ich tendiere auch immer dazu, mich nicht vorzustellen. Genau, die lege ich nachher aus und sind dann aufzufinden. Danke. Dann Franzi, du hast nochmal das Wort. Nur weil sich jetzt Martina Damaschke nochmal im Chat gemeldet hat, entmute dich einfach und du darfst. Okay, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich, was ich auch im Chat geschrieben habe, sehr wichtig finde, dass die Frauenbeauftragte auch das Mitbestimmungsrecht bekommen, so wie die Werkstätträte auch, weil wenn wir irgendwo mit in den Gremien sitzen, dann heißt das immer, ihr seid Frauenbeauftragte, ihr habt aber kein Mitbestimmungsrecht. Ihr dürft dabei sein, aber ihr dürft nicht mitbestimmen oder nicht mit abstimmen oder... Es ist immer schwierig, sich da gegen die Leute mit durchzusetzen oder seine Meinung zu vertreten, wenn man kein Mitbestimmungsrecht hat. Und und der Werkstattrat ist überall dabei, wird überall gefragt, und die Frauenbeauftragte, weil sie kein Mitbestimmungsrecht hat, wird immer nur nebenbei gefragt, mal so, oder mit in Kenntnis gesetzt. Und das finde ich schwierig, dass wir denn unsere Arbeit gut weitermachen können oder eben auch akzeptiert werden und nicht nur der Werkstattrat. Okay, dann versuche ich es nochmal. Also ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten aus dem Publikum für die Fragen und natürlich auch ganz herzlichen Dank an alle, die auf dem Podium hier gesessen haben und Rede und Antwort gestanden haben. Ich glaube, wir haben sehr viel mitgenommen, gerade was sozusagen auch die Finanzierung und Ausgestaltung der Assistenz angeht. Das werden wir uns sicherlich nochmal genauer angucken. Und auch die Befähigung der Menschen, ihre Beteiligungsrechte auch wirklich ausüben zu können. Aber jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal unseren Gästen auf dem Podium die Möglichkeit geben, nochmal ein ganz kurzes, knappes Statement, wenn Sie denn wollen, zum Schluss zu geben. Und als allerletztes würde ich dann Elke Breitenbach nochmal zum Abschluss das Wort erteilen. Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit, auch jetzt unter Schirmherrschaft der Linken das Thema mit Ihnen besprechen
besprochen haben zu können. Also ich glaube, ein fachlicher Austausch jetzt im frühen Zeitpunkt noch, bevor das WTG dann wirklich ins Anhörungsverfahren geht, ist ganz wichtig in der Sache. Und auch uns hat das natürlich nochmal Anlass gegeben, jetzt auf den Tag heute unsere Position nochmal zu schärfen oder nochmal zu überlegen, sodass ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, auch das WTG tatsächlich dann zu einem gut ausgestalteten Gesetz dann zu machen. Herzlichen Dank. Ja, ich mache es auch nur ganz kurz und wollte mich auch nur bedanken und schließe mich eigentlich dem an. Ich konnte auch ganz viel mitnehmen, habe auch ganz viel mitgeschrieben und wir können immer nur anbieten, dass wir da weiter auch zur Verfügung stehen als Austauschpartner und gucken, dass wir das WTG da noch ein bisschen neuer befähigen vielleicht. Ja. Dann zu guter Letzt auch vielen Dank für die Einladung nochmal und die Gelegenheit hier sein zu dürfen. Ich kann nur mal aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer sprechen. Ich bin selber nicht der Empir, aber wir nehmen die oft ein, diese Perspektive, und kann nur appellieren daran, immer die Nutzerinnen und Nutzer selber zu fragen, was sie wollen, was sie nicht wollen, und sie einfach möglichst in allen Prozessen mit teilhaben zu lassen und dort eben mitsprechen zu lassen. Und das ist ein guter Ansatz, hier das zu tun. Das dürfte noch mehr sein. Frau Huskamp, wenn Sie möchten, dürfen Sie auch noch mal. Okay, Frau Huskamp möchte nichts sagen, aber ich glaube, wir sind sehr gespannt, wie es in Berlin weitergeht. Und wenn es Fragen gibt, dann können Sie uns gerne auch kontakten. So, passt das? Ja. Gut. Dann, Elke, du bist dran für den Abschluss. Ja, vielen Dank. Ich will ein paar Punkte schon noch aufrufen. Also Dirk Bujener hat ja eben schon noch mal gesagt und sich bedankt für Ihre Anregungen. Jetzt kamen tatsächlich auch noch mal ein paar Sachen dazu, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Da kommen wir vielleicht wirklich noch mal auf Sie zu, da müssen wir selbst noch mal diskutieren. Also angefangen von den unterschiedlichen Wohnformen. Jetzt ist das Wohnteilhabegesetz keine eierlegende Wollmilchsau, aber natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, da müssen andere Wohnformen, da gibt es auch Abhängigkeiten, da gibt es auch Gewalt und da muss es auch Schutzkonzepte geben. Also da müssen wir nochmal drüber nachdenken, auch über die Frage Männerbeauftragte, Präventionsbeauftragte. Also das sind nochmal so neue Sachen, die Sie genannt haben. Was ich auch noch sehr wichtig fand und was zumindest bei den bisherigen Debatten immer ein bisschen hinten runtergefallen ist, also so Gesetze werden geschaffen und dann fängt das Papier an, geduldig zu werden, weil alles so lange dauert. Deshalb muss man immer überlegen, was zu so einer Umsetzung gehört. Und da bin ich Ihnen nochmal sehr dankbar, dass Sie für PolitikerInnen immer auf den unschönen Punkt hingewiesen hat, das könnte Geld kosten. Aber tatsächlich ist es so, wenn Sie mehr Aufgaben kriegen als Träger, dass man dann auch gucken muss, wie Sie diese Aufgaben umsetzen können. Das heißt, wir müssen schon noch mal über Finanzen nachdenken, wenn wir Gewaltschutzkonzepte wollen, wenn diese Gewaltschutzkonzepte umgesetzt werden sollen, auch vernünftigerweise in allen Wohnformen, wenn es da Schulungen geben muss, wenn es Beteiligung geben muss, denn brauchen wir sowas wie Personal, wie Unterstützung für diejenigen, die das machen. Und dann komme ich zu dem Punkt Anerkennungskultur, der auch zentral wichtig ist. Und zu der Anerkennungskultur kann man immer sagen, Ehrenamtspauschale und Ähnliches. Da will ich jetzt auch gar nicht gegensprechen. Aber ich sage auch immer mal, Ehrenamt ist Ehrenamt. Aber trotzdem muss es denn auch sowas geben. Und das würde ich gerne noch mal prüfen lassen. Was für Möglichkeiten gibt es eigentlich der Freistellung? Das ist jetzt besonders kompliziert, weil Ihre Wohnform wahrscheinlich nichts mit Ihrem Arbeitsplatz zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz sollte man noch mal darüber nachdenken, weil Ehrenamt darf auch nicht überstrapaziert werden. Das waren jetzt die Punkte, die Sie noch mal genannt haben, die jetzt neuer waren. Ich würde auch gerne noch mal drüber nachdenken, und da hat Frau Dr. Schlegel noch mal nachgewiesen, also bei den Kontrollinstanzen, was könnte NUEVA da für eine Rolle spielen? NUEVA kann natürlich den Staat nicht von seinen Aufgaben entlasten, das soll NUEVA auch nicht machen.
Aber ich glaube, dass NUEVA einfach noch mal ganz andere Möglichkeiten hat und auch mehr Kompetenzen hat, mit den Betroffenen zu reden, wie sie sich dabei fühlen, wenn Gewaltschutzkonzepte umgesetzt werden, ob sie einbezogen werden, ob ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden und. Und da sollten wir tatsächlich auch noch mal drüber nachdenken, weil wir in Berlin einfach die Möglichkeit haben. Ansonsten bleibt mir zum Schluss nur noch mal ein herzliches Dankeschön an all diejenigen zu sagen, die auf dem Podium saßen und Frau Huskamp hier auch im Zoom für ihre Beiträge und ihre Anregungen. Auch an allen Dankeschön an alle anderen für die Diskussion. Und ich bedanke mich noch mal ganz herzlich auch bei Dirk Bogenau und Franziska Breitenstein, die diese ganze Veranstaltung vorbereitet hat, sodass sie heute überhaupt stattfinden konnten. Und die Zeit ist jetzt wieder gekommen, wo man zum Schluss sagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.